Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Und ja. Bitte. Herzlich willkommen, meine werten Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren faszinierenden Reise durch die Welt des Hörgenusses. Es ist mir eine große Freude, Sie heute zum neuesten Kapitel unseres geliebten Orcasts begrüßen zu dürfen. Hier in unserem akustischen Universum tauchen wir ein in die Tiefen der Klänge, erkunden die Landschaften der Melodien und lassen uns von den Geschichten der Töne verzaubern. In dieser Ausgabe erwartet Sie ein wahrhaft besonderes Erlebnis, denn wir werden uns auf eine Reise begeben, die uns durch die Facetten der Musikgeschichte führt. Begleitet von inspirierenden Gästen und faszinierenden Entdeckungen. Nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die wundervolle Welt des Hörens. Willkommen zum Orcast, wo Klang zur Magie wird. Tschö. Jetzt bin ich dran. Ja. Okay. Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Orcasts. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich wieder dazu entschieden haben, uns auf dieser akustischen Reise zu begleiten. Heute erwartet Sie ein besonders fesselndes Programm, vollgepackt mit den neuesten Trends aus der Welt der Audiounterhaltung, interessanten Interviews mit talentierten Künstlern und natürlich einer gehörigen Portion guter Musik. Wir werden gemeinsam eintauchen in die Klanglandschaften, die uns umgeben, und dabei auch den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich verspreche Ihnen, es wird eine hörenswerte Zeit. Also schnappen Sie sich Ihre Kopfhörer, lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Orcas, Natürlich. Also, Die KI kennt uns in- und auswendig. Ja, das waren also eins ab hier wirklich. Ja, also da ist also wirklich alles drin. Also es fängt beim Siezen an, was wir ja schon seit Folge 1 machen. Ja, und es geht auch absolut um Musik, ganz, ganz viel. Audio, Hauptsache Audio. Ja. Mhm. Also liebe Leute da draußen, ihr braucht vor der KI keine Angst zu haben. Oder wir sind alles zu komplex für die KI. Das ist es. Ja. Genau, das ist es. Ja, also wer es noch nicht gerafft hat, wir haben mal versucht, uns KI-gestützt ein Intro für den Orcast zu basteln. Es war semi-gut. Ja, also da kommen wir ja auch in der nächsten Ausgabe. Ja, stimmt. Das wird sehr spannend tatsächlich. Mhm. Da geht's auch um ein KI, zumindest mitgeneriertes Hörspiel. Ja. So, aber heute kümmern wir uns um was anderes. Heute ist Ballnacht. Ja. Und zur Ballnacht habe ich mir ein ganz besonderes Getränk geholt. Und zwar ein Fördepilz, das mir ins Haus geschneit ist. Habe ich sehr lange drauf gewartet. Jetzt freue ich mich sehr und ich trinke jetzt. Mhm. Zum Wohl. Mmh. Oh, lecker. Dankeschön. Ah, Michael Grubelbauer. Grüße, Gen Kiel. Sehr lecker. Was trinkst du denn, Olaf? Ich hätte jetzt eigentlich auch, ich trinke wieder Wasser, aber ich hätte eigentlich auch ein Bier trinken können, weil ich habe heute gestern haben wir ein Bier entdeckt, was aus dem Westerwald kommt und die sich die Mühe gemacht haben, auf den Kronkorken kleine Botschaften zur Heimat zu schicken. Okay. Und da steht dann immer drauf, I love, und dann kommt irgendein Ort aus dem Westerwald. Und überraschenderweise ist auch mein Heimatort dabei. Ach, guck. Das einzig Komische ist, mein Heimatort ist nicht im Westerwald, der ist im Taunus. Vielleicht gibt es da noch einen? Nein, also das Ort gibt es definitiv, ist halt einzigartig. Okay. Wie halt alle, die daherkommen, aber der Ort auch, ja. Und, das ist ja interessant. Ja, aber fand ich eine schöne Geste. Ich habe sie nur nicht verstanden, warum. Tja. Hm. Und wie schmeckt's? Hat noch nicht probiert. Gut. Also gut. Ich hatte ein anderes. Ich hatte dann irgendeins. Ich habe dann sicherheitshalber eins genommen, was dann wirklich im Westerwald beheimatet war. Okay. Das vielleicht ist das andere ein Russenbutt, als Bier verkleidet. Schmecken die dann auch alle unterschiedlich? Nein. Das wäre noch schön, ne? Dass du aus jedem Ort dann, ach, da wachsen mehr Erdbeeren. Da machen wir was Erdbeeriges. Das ist eine gute Idee. Nein, das ist ja vielleicht mit dem Wasser aus dem Bach, der da jeweils durch das Ort führt. Das wäre bei uns wirklich fatal, wenn wir nur so eine so ein Rinnsal haben. Was, stehendes Gewässer. Und, Lecker. Mhm. Ja, wir haben uns heute zu Ballnacht zusammengefunden, haben unsere feinsten Anzüge angezogen, fast. Ja. Um mit euch zusammen, einmal im Jahr machen wir das ja, das Hörspiel des Jahres abzufeiern und werfen da auch so einen Blick zurück oder ein Ohr oder auch zwei zurück
in das vergangene Jahr 2023, ist er schon 2 Monate alt, hat man Zeit gehabt, das Ganze sacken zu lassen und nochmal nachzuhören. Auch genau, nochmal Paroli passieren lassen, wie Hostilbisch sagen würde. Paroli passieren. Ja, blank gesagt, also immer, wenn man dann auf die Liste, also nicht immer, aber also dieses Jahr fand ich es extrem, wenn man dann auf die Liste guckt, ist man, also mir ging es so doch sehr überrascht, wie viele tolle Sachen 23 rauskamen. Es lag aber auch, glaube ich, daran, dass es so gut verteilt war übers Jahr. Ist mir gestern nochmal eingefallen, weil es ging ja schon mit einigen Knallern los, die schon richtig gut waren, weil sonst hat man ja immer so das ganze Jahr irgendwie gewartet, bis dann was Gutes kam. Das tauchte dann meistens so irgendwann im Herbst auf. Ja. Da gab es dann irgendwie so den großen Knaller. Den habe ich dieses Jahr so ein bisschen, also so als großen Knaller vermisst. Also so das Hörspiel, so was so alle anderen überragt hat. Das war dieses Jahr, habe ich nicht wahrgenommen, aber dafür viele gute, also die richtig gut waren. Aber keins, das ich aus den guten dann nochmal so besonders abgehoben hätte. Ja, so herausragend, genau. Ja. Also wie das halt im letzten Jahr zum Beispiel war, würde ich auch sagen. Und also das ging mir dann vor allem so, als ich mich an die Top 10 gesetzt habe, die unglaublich schwer war dieses Jahr, weil es halt so, also es dümpelten für mich dann so, ja, sagen wir mal 20 rum, die wirklich alle ganz für sich genommen ganz toll waren, wo es dann wirklich schwer wurde, aber es muss ja, ne? Aber also erstmal generell eins vorweg, also von den Sachen, die so absolut herausragend hängen geblieben sind für mich, war unter anderem der Das war Morgen Podcast letztes Jahr, der total gerockt hat, der mich total für sich eingenommen hat, wo ich jede Folge hören wollte und auch tatsächlich jede Folge gut fand auf eine bestimmte Art, der total unterschiedlich war, die Hosts, die ja dann zwischendurch einmal gewechselt haben, die machen das wirklich auch toll, wie da drüber, also nicht über das Hörspiel selber meistens geredet wird, sondern drüber hinweg, über literarischen Hintergrund, was in der Science-Fiction momentan so abgeht. Also den kann ich nur allerwärmstens empfehlen. Das war für mich so ein absolutes Highlight 23. Ja, das ist tatsächlich, also es sind überhaupt diese Archiv-Podcasts. Es gab ja dann noch mittlerweile die 5. Staffel von Kein Mucks, der ja eine ähnliche Ausrichtung hat, halt dann für das Krimi-Genre, wobei es da jetzt auch weniger um die Krimi-Theorie geht, wie jetzt beim Science-Fiction-Podcast, wo ja wirklich das Thema Science-Fiction auch sehr dezidiert bearbeitet wird. Bastian Pastewka ist ja mehr so auf das Formale, also so die Sprecher, die Regie und wie das Zusammenspiel bei den Aufnahmen und sowas war. Da ist da ja eher der Schwerpunkt. Und es gibt ja jetzt, oder es gab jetzt in 2023, ist der ja gestartet, der 100 aus 100 Podcast, bei dem man ja so mehr so den Schwerpunkt auf das künstlerische etwas E-Hörspiel, würde man vielleicht sagen. Das heißt, würde aber heute E-Mobilität heißen, das ist wahrscheinlich schon irreführend. Ja, da finde ich allerdings ein bisschen schade, dass man da dieses 100 aus 100, also das Feiern des Hörspiels, dann eben nur auf diese spezielle Ausrichtung des Hörspiels macht und nicht so allgemein über das Hörspiel. Weil ich sage mal, zu den 100 herausragenden Hörspielen würde für mich auch sowas wie der Herr der Ringe gehören oder der Per Anhalter ins All, also so große Produktionen, die halt wirklich so einen riesen Impact hatten, denn werden wir diese Hörspiele da ja nicht finden. Da wird es ja dann wahrscheinlich eher um Hörspiele gehen, die mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden oder Hörspiel des Jahres, des Monats, was auch immer wurden und da eher so ein, ja, im künstlerischen Bereich einen Impact hinterlassen haben. Also ich finde es gut, dass es den Podcast geht direkt im Verhältnis zu den anderen beiden genannten, also zu dem Science-Fiction-Podcast und auch zu Kein Mucks. Aber wenn man da sagen würde, also man will jetzt 100 Jahre Hörspiel feiern, da ist er mir dann, dafür ist er mir eigentlich zu eng gefasst. Ja. Dann habe ich mir noch was rausgeschrieben und zwar, dass es also ein paar sehr schöne Kinder- und Jugendhörspiele gab. Oder Jugend eher. Ja, das ist je nachdem, welche Serie man nimmt. Also es gab die Lotta natürlich von Kai Magnus Ding, die mit den Knochen, die ganz, ganz toll war. Dann die Seaport Secrets fand ich einige Folgen tatsächlich im vergangenen Jahr gut. Der junge Sherlock Holmes, wisst ihr ja, eine meiner Lieblingsserien aus dem Bereich. Selbst Kira Kolumna hatte ein paar schöne Sachen. Aber also herausragend
beiden fand ich tatsächlich erwischt, die fast mit jeder Folge Volltreffer gelandet haben. Und eins, das kommt aber nachher bei den Shoutouts, das möchte ich mal aufsparen. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Und die Highsmiths habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Da gab es ja einige. Ich möchte jetzt nicht alle nennen, aber es, ja, ihr wisst Bescheid. Ich werde auch noch ein paar nennen müssen, so im Laufe des Abends. Ja, also da habe ich dann auch so ein bisschen noch was in petto zu den Highsmiths, ja. Ich würde gern noch Grauen erwähnen, also die Fortführung fand ich auch sensationell. Also da gab es ja einiges, da werde ich, glaube ich, habe ich es nur als Shoutout notiert. Ich habe es tatsächlich nur als Shoutout notiert, ja. Und daher kann ich ja dann allgemein über die Serie sagen, ja, dass ihr da unbedingt reinhören solltet. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut gemachte, feine Horror-Stories mit, ja, doch deutlich Werf, deutlich bunter, als das anderen Horrorserien gelingt. Und die Schweizer haben da einen sehr schönen, wie soll man denn sagen, unprätentiösen Zugang zu dem Genre. Also die haben ja auch kein Problem damit, dass samstags mittags um 2 Uhr im Radio zu sind. Also finde ich schon ziemlich gut. Und das ist wirklich so eins der Dinge, auf die ich mich jeden Monat neu freue. Ja, dann kommen wir nochmal kurz ins Kommerzielle. Ja? Da möchte ich 2 Labels hervorheben, die also mir zumindest sehr gut, also fürs Jahr jetzt auch im Gedächtnis geblieben sind. Die Audionarchie, herzliche Grüße. Ja. Die haben mit Giallo. Ja, das habe ich tatsächlich auch hier stehen. Giallo habe ich in den Shoutouts stehen, die 5. Nonne insbesondere. Italo-Western, auch wenn das ja jetzt schon wieder zu aktuell ist, aber ist ja wurscht. Und die Serie, dessen Namen wir nicht aussprechen können. Ach so, genau. Ja. Stimmt. Ja, ich würde aber da in dem Zuge, weil es ja zwar jetzt nicht direkt Audionarchie ist, aber der doch zumindest Patrick da ja deutlich seine Finger im Spiel hat, und zwar die schwarze Serie, den Ritt zu den Toten doch nochmal auch besonders hervorheben, dass das auch wieder eine tolle, spannende Folge war und man auch in diesem Bereich wieder richtig gut erzählt hat. Und das ist so im Bereich kommerziell war es dieses Jahr, fand ich wenig, was ich herausragend fand, also so mindestens. Da waren tatsächlich die beiden Sachen, also die Sachen, die Audionarchie macht, beziehungsweise waren ja dann mehrere, also da hätte ich auch den Italo-Western und Giallo auf der Liste und die schwarze Serie eben von Maritim. Und ich habe jetzt noch als kommerzielle zum Beispiel drauf noch das Kosel-Kabinett tatsächlich. Ja, eigentlich wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, die Weiden, also das war das, was mich am meisten geflasht hat von den Produktionen, die dort rauskamen. Dann Melanie Rabe, The Quest, war ja auch eine kommerzielle Produktion für RTL Plus und auch das fand ich ziemlich gut von der Idee her. Es hat jetzt nicht für die Top 10 gereicht, aber das war doch ein sehr ordentlicher Einstand bei einem neuen Label. Also die Macher waren ja auch, sind ja auch schon etablierter, aber zumindest der Versuch, das von RTL Plus da was auf die Beine zu stellen, das hatten wir zum Beispiel bei Spotify, ist das ja komplett in die Hose gegangen in dem ersten Ding. Und da war das schon okay. Und bei Audible gab es auch wieder nach langer Durststrecke, da war ja auch selten, ja gut, Kai Meyers 7 Siegel, das war ziemlich gut, aber dann war meistens viel schwierig. Aber jetzt so mit dem Rattenfänger der 2. Staffel, das fand ich dann doch schon wieder mehr hörenswert und zeigte dann schon in die richtige Richtung. Und ich glaube, da geht's auch, so habe ich den Eindruck, langsam wieder aufwärts. Da haben wir auch ein aktuelles Beispiel im Podcast vor und vor der Nase. Da geht es wieder um Kai Meyer. Also das war schon sehr stark. Ja. Das hat mir gut gefallen. Ja, wenn wir im Kommerziellen sind, müssen wir also für mich das aktivste und umtriebigste Label nennen, das eigentlich schon die letzten 2 Jahre, glaube ich, so der Fall war. Und das ist Contendo. Mhm. Dickes, fettes Lob an Contendo, die ja die aktuellen Serien aufrechterhalten, die mir viel Freude machen. Mhm. Die 3 Senioren natürlich. Mord ist ihr Leben. Auch ganz toll. Dark Holmes ist ja von euch in die Top 10 auch gewotet worden. Was haben wir noch? Ja, die Midnight Tales, mittlerweile in Folge 80 oder so. Und dann zusätzlich noch 2 neue Serien gestartet. Also da ist doch einiges los und da kann man eigentlich auch immer getrost reinhören und klingt eigentlich seltenst mal verkehrt. Ja. Ja, dickes Lob. Ja, ein kommerzielles habe ich später noch. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Kann man schon denken, was. The Quest übrigens wäre bei mir ein Shoutout gewesen. Und zwar ein dicker, weil ich die Geschichte und diese Idee, das verfolgt mich bis heute. Okay.
total faszinierend finde, auch wenn es so ein bisschen logiklöcherig, wenn man ganz tief reinsteigt, daherkommt, aber das trotzdem, diese Idee ist einfach ganz sensationell und ja, das hat doch sehr viel Spaß gemacht. Ja, von mir aus, wir können gleich rüberschlittern in die Shoutouts, wenn... Ja, ja, klar, das habt ihr schon Shoutouts verbraten. Okay, also das könnte sich ja jetzt doppeln und du ja. sagst dann, ja, da halte ich jetzt meine Klappe oder irgendwas. Ja, okay, ja. Okay, das tut jetzt nämlich wirklich weh, also so richtig. Ich auch, ja. Ich fange mal an mit Jim Knopf. Jim Knopf hätte bei mir locker in den Top 10 landen können, weil ich das so toll fand. Aber ja, man muss sich entscheiden irgendwie. Dann The Quest hatte ich schon genannt. Ja, und jetzt wird es immer absurder eigentlich. Die Ferienbande. Okay, ja, hat es auch bei mir nicht ganz... Also die Ferienbande hat gekämpft mit, also um Platz 10. Das waren so drei, vier Hörspiele, die eigentlich noch in die Top 10 gemacht hat. Also wir müssen vielleicht mal überlegen, ob wir nächstes Jahr die Top 10 nicht mit 15 besetzen. Ja, vielleicht. Das wäre vielleicht eine Idee. Das tut ja dann nicht ganz so weh. Und dann haben wir einen Jahrgang, wo wir uns schwer tun, dass wir überhaupt was. Dann eins, noch ein kommerzielles, und zwar, was mir sehr gut gefallen hat, Jenseits der Hölle von den Ohrenkneifern. Das hat mir große Freude gemacht letztes Jahr. Ich weiß, da stehe ich so ein bisschen auf der Ich war jetzt am Faszinieren. Ja. Ich hatte gedacht, das hätten wir letztes Jahr schon drin gehabt, aber stimmt, das war davor, das Jahr war ja das andere, genau. Ja, Jenseits der Hölle, stimmt, war 2023, ja. Ja, ich mache immer einfach weiter. Mach einfach weiter, ja. Ich gucke dann, was übrig bleibt für meine Show. Jetzt wird es echt schlimm. Das Sörensen, ich traue es mir fast gar nicht sagen. Das Sörensen hat es dann letztlich, wenn ich es überblickt habe, es ist absurd, ist nicht in meinen Top 10 gelandet. Ein grandioses Hörspiel. Das ist wirklich absurd. Das ist völlig absurd, ja. Absurd, aber geht eigentlich überhaupt nicht. Tja. Du hast die Top 10 von der KI zusammenschreiben lassen, gibt's dazu? Nein, habe ich nicht. Es wird immer noch schlimmer. Du wirst mich gleich hauen. Der nette Herr Heinlein. Ja, ich weiß. Es ist ein sensationell gutes Hörspiel, unglaublich unterhaltsam. Aber ich muss. Riss in der Matrix, ganz toll, großartig, aber ja, nee. Und hab ich auch, jetzt, Riss in der Matrix habe ich tatsächlich auch nur in den Shoutouts drin, tatsächlich. Ja. Dann eins, da wirst du drüber lachen, Boudica. Ich fand's ja ganz toll. Boudica ist nicht bei dir in der Top 10. Ist nicht in der Top 10 gelandet. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Bei mir auch nicht. Bei dir auch nicht. nicht mal irgendwo auf, ich sehe es gerade gar nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, so bin ich schon durch. Nein, es kommen noch drei so fette Klopper. Ich traue es mir gar nicht sagen. Sie kriegen dich nie. Bei mir nicht in den Top 10 gelandet. Dann die Gebrüder Grimm sind bei mir nicht in der Top 10 gelandet. Auch bei mir nicht, nein. Und Im Frühling sterben ist bei mir auch nicht in den Top 10 gelandet. Es tut mir wirklich weh und leid, weil das ganz, ganz tolle Produktionen sind, aber es sind 10 Plätze und ich musste mich entscheiden. Ja. Und ich habe mich anders entschieden. So, jetzt ist gut. Okay. Dann mache ich auch mal die ich jetzt noch nicht genannt habe, die auch so, ja, vielleicht nicht alle Top-10-Material wären, aber zumindest so, wo ich da beim ersten Mal gedacht habe, ja, das ist eigentlich gut. Und ja, also Beispiel, fang einfach mal mit Missing Robert an. Das war zum Beispiel sowas, wo ich schon dachte, ja das ist vielleicht nicht das Hörspiel des Jahres, aber das war, zu dem, als ich es gehört habe, fand ich das richtig gut. Die fand die Idee super und das war spannend und also wirklich vom Hintergrund des Plots fand ich das total gut gemacht und aber nein, nicht für die Top 10, da waren dann doch 10 bessere. Oder Wilhelm, Schicksalsjahre eines Kaisers, habe ich total abgefeiert. Aber letztlich musste ich mich auch dagegen entscheiden. Da, wo er ein bisschen leichter gefallen ist, war Marei, aber das wollte ich auch noch erwähnt haben, weil das halt wirklich ein Stück war, was so, wo man sich so richtig reinlegen konnte und sich total wohlgefühlt hat drin beim Behören. Also das war sehr, sehr angenehm zu hören, sehr, sehr schön erzählt. Ja, würde ich auch durchaus jedem ans Ohr empfehlen, aber ja, so eine Top 10 hat blöderweise nur 10 Plätze. Nur eine Ohrfeige wäre auch was gewesen. Es hat mich, ich hätte es nicht in die Top 10 gewählt, weil es mich persönlich nicht so ganz erreicht hat, aber ich glaube, dass das einigen Hörern sicherlich gut gefallen wird, die es vielleicht links liegen gelassen haben, weil das doch ein sehr interessanter Blick ist, weil man hier eine Story aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt, aber nicht, wie man das üblicherweise macht, dass immer die gleiche Story erzählt wird, sondern die Story wird aus einem Blickwinkel erzählt und dann wird
mit anderem Blickwinkel weitererzählt. Also man setzt die Geschichte fort, sie wird nur dann von einer anderen Figur aus erzählt. Das fand ich ziemlich clever. Ja, dann Gebrüder Grimm haben wir schon gesagt, dann Quizzo auf dem Trocknen. Leider auch nicht. Hat mir tatsächlich noch besser gefallen als der erste. Das ist ja völlig absurd. Und das ist vollkommen absurd, dass das nicht rein. Ja, es ist halt. Ja, ich musste ja Platz machen für ein anderes, was du einfach rausgestrichen hast. Aber das sehen wir ja dann. Ja, dann so ein paar Highsmiths. Du hast schon erwähnt, die gläserne Zelle und die Heldin haben es bei mir auch nicht geschafft, reinzukommen. Aber beides auch sehr, sehr starke Produktionen, die mir richtig gut gefallen haben. Was toll war, weil es total gut in die Zeit gepasst hat, ein sehr interessanter Umgang mit dem Thema Rassismus war, also der viele Aspekte beleuchtet hat, viele Standpunkte und Blickpunkte beleuchtet hat, die man vielleicht so da gar nicht vermutet hat. German Paranoia von Volkan T. Error fand ich auch herausragend und wäre eigentlich ein sehr wichtiges Stück gewesen. Historisch wichtig und gut inszeniert fand ich auch den großen Gatsby. Der hätte auch bei mir eigentlich in die Top 10 gehören, aber irgendwie war ja schon alles voll. Ja, dann, wo es mir auch sehr leid tut, das sind jetzt die quasi um den Platz 10 gekämpft haben, die Totentorte von Epfing. Das ist ja völlig absurd. Das ist vollkommen absurd, dass es das nicht in die Top 10 geschafft hat. Ja. Ja, leider auch die schon erwähnt, die Feenbande, die es auch nicht ganz geschafft hat, die auch um den Platz 10 gekämpft hat. Und dann doch, ich habe sie gefunden, die grauen Gothic Horror ist auch, fand ich, die beste Folge der Reihe, aber ich habe mich dann doch für was anderes entschieden, was mich dann selbst überrascht hat, dass ich das dem dann vorgezogen hat, weil ja, das ist dann, wäre dann mein Platz 10, da können wir ja gerade einsteigen, wenn du, oder hast du noch irgendwas davon? Ich hätte noch eins, eigentlich sind es mehrere. Also Liebes Arschloch hätte ich gerne noch erwähnt. Mhm. Das fand ich absolut faszinierend auch und richtig gut. Die erste Folge Poe Mortem wollte ich noch erwähnt haben. Die wir gut fanden. Und ich glaube, jetzt bin ich durch und habe... Nee, Marlow Nummer 14 in Chernobyl. Okay. Das wollte ich noch erwähnt haben. So, jetzt bin ich fertig. Okay. Ja. Ich würde dann einfach mal mit meiner 10 einsteigen. Ja. Weil das wollte ich eigentlich, schon gar nicht hören. Weil, schwierig. Weil eigentlich fand ich die ersten Teile davon gut, aber mir war das dann irgendwie zu sehr oder zu wenig Hörspiel, zu sehr auf den aktuellen Podcast-Boom gemünzt. Und insofern hatte ich so eigentlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen sollte, ja, so ein bisschen Berührungsängste damit und ich habe mir dann so vorgenommen, nee, das gefällt dir nicht so richtig gut. Aber dann die dritte Staffel von Caro ermittelt, ja, da konnte ich mich leider nicht mehr wehren und musste das tatsächlich in die Top 10 wählen, weil es wirklich richtig gut war und genau das, was ich dem Stück eigentlich vorgeworfen habe, dass es halt eben so auf das Moderne abzielt, auf so den Podcast-Boom quasi zu nutzen, beziehungsweise der True Crime Podcast zu nutzen, um dann halt ein Hörspiel zu erzählen, was dann wieder so als Podcast funktioniert, war mir erst ein bisschen suspekt. Aber ich habe es dann richtig abgefeiert und ich sag nur Dr. Cornetto Nuss. Ich glaube, das war der Fitzel, der es dann ausgemacht hat, um es auf die 10 zu wählen. Ja, also von daher, mein Platz 10 geht an Caro ermittelt. Ja. Interessant. Ja, so meiner, der wird dich jetzt komplett aus den Schuhen hauen und völlig überraschen, ist was Kommerzielles und zwar Oliver Dörings Fantastische Geschichten Kaptor. Okay, das cool. Hat mir die Schuhe ausgezogen. Mhm. Also was Oliver Döring kann, da müssen wir jetzt nicht mehr groß rumreden, also dass der unfassbar unterhaltsame Hörspiele machen kann und dass er seinen ganz eigenen Stil hat, so ein bisschen unverkennbar und voll auf die 12 immer geht, wissen wir alles. Mhm. Aber wenn dann halt auch noch so eine Geschichte dazu kommt, wo im ersten Teil eigentlich eine relativ einfache, straighte Geschichte erzählt wird, aber halt alles, also gefühlt irgendwie alles richtig gemacht wird und die richtigen Fragen gestellt werden. Es geht um einen Erstkontakt und wirklich, ja, das beleuchtet wird, was wichtig ist und das Interessante rausgekitzelt wird, um dann im zweiten Teil dieses Hörspiels mich so zu überraschen, wie mich also seltenst ein Hörspiel überrascht hat, wo ich gedacht habe, das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Was machst du denn da?
Und ich sagte, das kann er doch jetzt nicht machen. Doch, hat er gemacht. Mhm. Eine ganz tolle Geschichte. Ich war dabei, ich kann es bestätigen, hat er gemacht. Ganz tolle Geschichte mit einem ganz tollen Dreh in dieser Geschichte drin, die hätte ich im Leben nicht erwartet, hat mich total kalt erwischt und wo ich erst nicht wusste, wie finde ich das denn jetzt? Und sowas mag ich. Wenn man so nicht aufs Glatteis geführt wird, aber wenn man so herausgefordert wird als Hörer und eben nicht so die ausgetretene Pfade vorgesetzt bekommt, sondern mal so richtig davon schlittert. Und das hat Kaptor gemacht. Ich fand Kaptor fantastisch. Meine 10. Cool. Soll ich mal mit meiner 9 weitermachen? Ja, bitte. Ja, auf der 9 habe ich was andere ganz schnöde aus der 10, aus der Top 10 gestrichen haben. Also, ja, weiß nicht, ist eigentlich ein bisschen absurd. Ja, und zwar Sörensen sieht Land von Sven Stricker hat es bei mir auf die 9 geschafft. Ja, ich fand das einfach grandios, wie es hier in so einem vermeintlich einfachen Krimi-Stück gelingt, doch so eine Bandbreite an Emotionen reinzupacken, von tiefster Trauer und Depression über diese Skurrilität und Aberwitz, der in solchen Situationen dann auch mit reinkommt, bis hin zur schrägsten Nicht-Sex-Szene überhaupt und alles in ein Hörspiel gepackt, das dann auch trotzdem noch rund wird und nicht einfach nur skurril. Also das hat mich tatsächlich richtig fasziniert und begeistert und von daher ging da eigentlich, also kann man auch keiner erzählen, dass es eine Top 10 geben könnte, also eine vernünftige Top 10 geben könnte, ohne dass Sörensen da drin wäre. Doch eine, wo es wirklich wehgetan hat. Ja. Es ist so richtig schwer. Ja, hoffentlich. Ja. Seid ihr gegönnt. Ja, ich kann das jetzt gleich an dich zurückgeben. Mhm. Also eine Top 10, in dem das Hörspiel, was jetzt kommt, okay, nicht drin ist. Das ist eigentlich keine Top 10. Ja. Die Totentorte von Epfing natürlich. Ja. Das ist das absurdeste. Ich möchte sagen, dass es auch mir wehgetan hat. Das ist ja. Mit das absurdeste Hörspiel des Jahres. Ganz, ganz wundervoll von Richard Oehmann für den BR geschrieben. Und dort umgesetzt. Ja, wenn man da rekapituliert, um was da geht, das ergibt gar keinen Sinn. Die Familie trifft sich zum 80. beim Tortenessen, nur dass der Wirt tot ist und gleichzeitig erzählt wird, wie die Frau mit ihrer Anwältin beim Psychologen sitzt. Also es ist einfach ein kunterbunter Haufen, das stimmt nicht. Das ist ein bisschen wie bei Egner vom Feeling her, dass das alles zwar sehr absurd ist, aber du in dieser Welt drin bist und dann denkst, ja klar, ist halt so. Mhm. Und dann eben gleichzeitig halt nicht nur das Absurde nach vorne gekehrt wird. Es wird natürlich eine ganz dezidierte Geschichte mit sehr viel Tiefgang letztlich erzählt. Es geht um die Familie, ums Erben und Generationenkonflikte und ist ein ganz, ganz tolles Stück. Also wenn ihr Sachen von Eugen Egner mögt und einen schwarzen Humor habt, bitte, bitte hört euch das an. Das war ganz groß mein Platz 9. Ja, kann ich schon verstehen. Ja, es hätte es ja bei mir auch fast geschafft. Ja, okay. Was? Ja, dann komme ich zu meinem Platz 8, oder? Ja, da ist was, jawohl, was auch in eurer aller Top 10 wieder Gesicht gefunden hat. Und zwar, ja, ein Heißmiss, der süße Wahn. Der hat mich dann doch von allen Heißmisses am meisten begeistert, weil ich diese Story so stark fand und dieses Psychogramm, was ja wohl auch etwas Autobiografisches ist. Denn ja, Heißmiss hatte wohl das Gleiche wie ihre Romanfigur. Also es ist kein netter Charakterzug, denn heute würde man sagen, ein Stalker, der sein Unwesen treibt und sich hier in diesem Hörspiel mehr und mehr in seinem Tun immer mehr steigert. Und das war so spannend und wirklich so genau beobachtet und dieser Werdegang so genau seziert und nachvollziehbar gemacht für den Hörer, dass ich das wirklich stark fand und dann noch packend inszeniert. Und ja, also fand ich tatsächlich ganz toll. Das Hörspiel hat mich fertig gemacht. Ja, eben. Absolut fertig gemacht. Ja, eigentlich, als den Shoutout habe ich noch vergessen eigentlich. Mhm. Fand ich auch ganz toll. Tja, wo sind wir bei der 8? Ne? Ja. Ja, das ist auch was bei dir anscheinend nicht drin gelandet ist, aber ist schon okay, ich verstehe das schon. Mhm. Und zwar kann ich jetzt dich zitieren, Hermann Bohlen hat mir etwas angetan. Okay. Zusammen mit Judith Lorenz in dem Fall und hat dem grandiosen ersten Teil von Quizzo, Hahnkampf in Quizzo, einen, finde ich, noch sensationelleren zweiten Teil hinzugefügt mit Quizzo auf dem Trockenen. Ein grandioser Zweiteiler. Da sind wir uns ja einig. Ja, der auch gespickt ist
mit Skurrilitäten, ja, wie schon der erste Teil, aber es ist im Endeffekt ein bisschen wie bei der Totentorte, nur nicht ganz so skurril, weil es eben der Fokus liegt auf diesem Dorf und das doch sehr real verhaftet ist, was die Thematik anbelangt und die Problematik anbelangt mit dieser Dürre, die dort herrscht und dem Wassermangel und das natürlich auch, ja, ich sag nur Tesla-Fabrik, das doch deutliche Anleihen hat im Reellen hier und jetzt. Aber wie damit halt gespielt wird und was da für Szenen drin sind. Also ich kann mich bis heute erinnern, gäbe es eine Szene aus einem anderen Hörspiel, das später noch kommt, nicht? Wäre das die witzigste Szene des... Na, weißt, ach, stimmt gar nicht. Es sind drei. Okay, die Sörensen-Szene, der wir immer wieder sprechen. Dann die Szene, wo ich später noch dazu komme. Und die dritte ist das Verlesen... Das Verlesen der Konstruktion dieser Auffanganlage und dieser Gerätschaft, ja, wo es mich zerrissen hat. Also da war ich kurz davor, rechts ranzufahren, weil ich nicht mehr konnte. Das war so lustig und absurd und sensationell, ja. Also auch wieder hier, ganz tolles Szenario, dazu noch aktueller Bezug und das so sensationell lustig erzählt. Ja, fand ich ganz, ganz toll und das muss man anhören. Beide Quizzo-Hörspiele sollte man gehört haben, finde ich. Ja, verstehe ich. Ja, 7. Da ist bei mir ein Stück, was bei anderen Leuten irgendwie gar nicht in der Top 10 auftaucht. Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller von Stefan Ludwig, eine MDR-Produktion. Die, ja, ich von ihrer Skurrilität und von dem Flair, was diese Folge umgibt, so faszinierend und wunderschön fand. Also gleichzeitig hatte das ganz viel Feines und trotzdem einen wunderbaren Humor, der auch gerne mal ein bisschen derber war. Das hat mich wirklich fasziniert, wie toll man das auch erzählt hat und diesem schönen Podcast, also nicht Podcast-Format im Inhalt Sinne, sondern diesen kleinen Häppchen, wie man das serviert hat, das fand ich toll. Also das hat mir richtig gut gefallen, richtig schöner, feiner Humor und das habe ich sehr, sehr gerne gehört und auch sehr gerne in meine Top 10 genommen. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Die 7 ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und zwar geht es um eine Reihe, die Anfang des Jahres rauskam und mich doch sehr gefangen genommen hat und wo ich... Kommt er mit Korridor um die Ecke. Nein. Und wo ich, da habe ich auch selten tatsächlich immer geguckt habe, ob die neue Folge schon da ist. Und zwar ist das etwas, also was ursprünglich als FIO Original rauskam und im Zuge dieser Blackout-Fernsehserie oder Fernsehfilm ist ja wurscht, rauskam, wo man die tolle Idee hatte, diesen großen Themenblock Blackout und diese Welt zu nehmen. Und ich habe mittlerweile auch das Buch gelesen, stelle ich gerade fest. Das fand ich auch wirklich ziemlich gut. Also ich kann gut nachvollziehen, dass das so einen Impact hatte. Blackout ist doch Ellsberg, oder? Das hatten Ellsberg, wir das nicht als, das gibt's doch als Hörspiel. Das haben wir doch als Hörspiel von Audible vorgestellt. Du hast das gehört, ja? Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich nur das Buch gelesen. Und man hat also wie man das gerne im Berliner Hörspielstudio, im Hörspielstudio heißt ja so, auch macht, sich Autoren gesucht, denen man das zutraut, innerhalb dieses Rahmens eine eigene Geschichte sich auszudenken. Und oh mein Gott, hat das gut funktioniert und sind das tolle Geschichten geworden und ich konnte mich nicht entscheiden. Ist es Folge 2 unter dem Wind von Kai Schwind, die ich absolut faszinierend fand, wo wir ganz hoch in den Norden gehen, nach Norwegen, natürlich wohin sonst, und wo es um Windkraftanlagen geht und um das Zusammenspiel von Natur oder Technik und den Samen, die dort als Einheimische immer mehr zurückgedrängt werden und die Jagdgründe für ihre Rentiere verlieren. Und das hatte so einen tollen Flair, diese Folge. Nahm dann so eine tolle Wendung, die ins Fantastische abgeglitten ist. Also absolut faszinierend. Oder ist es Mutter von Marco Göllner? Was soll man sagen? Es ist ein typisches Marco Göllner Hörspiel, wo man denkt, Alter, das kann auch nur Marco Göllner schreiben, sowas.
Oder ist es mein eigentlicher Favorite? Also wenn ich hier Pistole auf die Brust, dann wäre es wahrscheinlich Warum geworden mit Andreas Fröhlich und Lilly Zandt. Die so toll sind, dieses Duo. Ein Vater flieht quasi vor dem Blackout mit seiner Tochter, die in dem Alter ist, wo man immer nach dem titelgebenden Warum fragt, und Andreas Fröhlich als Vaterfigur versucht dann, die Tochter quasi mitzunehmen in überbordende geistige Welten und erklärt Physikalisches und Wetterphänomene und absolut faszinierend, hat mich auch total gefangen genommen, mitgenommen und mich total abgetaucht in dieser kurzen Zeit. Das muss ja auch immer noch dazu gesagt werden, dass das so kurze Schnipsel auch waren. Wie toll man in kurzer Zeit diese Geschichten erzählen kann, ist auch faszinierend. Und zuletzt noch wieder Kai Schwind, Finster ist der Wald. Das war, glaube ich, dein Favorit aus der Reihe. Genau. Auch absolut faszinierend. Eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich absolut spitze fand, wo ich mich tatsächlich letztlich dann nicht entscheiden konnte. Hört euch bitte komplett Blackout Stories an. Das fand ich ganz groß und ist für mich völlig zu Recht auf Platz 7 gelandet. Ja, hätte bei mir eigentlich schon die Shoutouts gehört, hast du recht. Ist mir total vom Schirm gefallen. Jetzt, wo du es nochmal wiederholt hast, ja, ist es okay. Tatsächlich... Ja, da waren schon richtige Knaller dabei. Ja. So, ich habe auf der 6, zu der komme ich mir jetzt, oder? Da hätte ich was vom NDR, und zwar ein Stück von Nismomme Stockmann, Der Betreuer, ist da nämlich gelandet. Darin geht es um einen Büroarbeiter, der in einem fast schon irrsinnigen Beruf gefangen ist, wo er mit Arbeit erschlagen wird und überhaupt nicht so richtig rauskommt und nach Luft kommt und immer ausgebrannter wird. Und eines Tages gibt es dann ein Programm der Regierung, das solchen Menschen dann einen Betreuer zur Seite stellt, um im Leben wieder klarzukommen. Und das funktioniert auch zunächst ganz gut, bis der Betreuer dann eben das gleiche Problem gibt und dann auch wieder einen Betreuer bekommt. Und das ist kurz zusammengefasst eine sehr merkwürdige, skurrile Story, die aber so viel Wahres enthält und so lustig erzählt ist und so nach dem Motto "It's funny because it's true" wirklich ganz viel gesellschaftlichen Impact hat und sich daraus nährt, wie halt momentan am Arbeitsmarkt auch getickt wird. Fachkräftemangel hin und her. Es gibt immer noch die Leute, die total untergehen im Job, und das ist wirklich schön gezeichnet, sehr humorig. Ich habe sehr viele humorige Stücke, fällt mir gerade auf. Ja. Aber es ist tatsächlich auch so, dass das dann einfach auch gut funktioniert. Also man kann das wirklich gut hören. Es hat trotzdem eine Relevanz. Es ist trotzdem unterhaltsam und spannend und wendungsreich. Und von daher musste das eigentlich in die Top 10 und ist dann halt bei mir auf der Platz 6 gelandet. Mhm. Ja, interessant. Okay. Ja, ich glaube, jetzt wären wir uns doch an einigen Stellen wahrscheinlich. Ja, ich habe auch so das Gefühl, da fehlen noch so ein paar. Ja. Eins kommt jetzt, da wirst du ja sagen. Der SAF hat im vergangenen Jahr ein ganz, ganz tolles Stück abgeliefert. Und zwar einen Achtteiler namens Tannenklirren von Eva Strasser. Ehrlich? Ein Tannenklirren, ein ganz großartiges Stück. Ein Stück eigentlich, das ich weiß nicht, wie viele Hörspiele hätte machen können, weil das überbordend voll ist mit tollen Ideen. Es einem aber nie vorkommt, dass das in irgendeiner Form überladen ist oder so. Nein, man folgt dem total suchtend und kann nicht davon loslassen. Und das ist, also es hat der SRF gemacht, das ist gespickt mit auch akustisch tollen Ideen, die in diese Inszenierung eingeflossen sind. Also es ist ein Fest, das zu hören. Ich fand das ganz sensationell. Worum es geht, kann man tatsächlich jetzt nicht wirklich zusammenfassen. Also eine Filmikone aus den 70ern hat Selbstmord begangen in einem Ort namens Waldeck, und ihr Mann hat über diese Frau ein Buch geschrieben namens, titelgebend, Tannenklirren. Und das soll verfilmt werden. Nur in diesem Ort ist alles ganz merkwürdig. Da tauchen irgendwelche komischen Leute auf, so eine Art Sektenmitglieder.
Dann sind da irgendwelche Kinder, die sich komisch verhalten. Die Dreharbeiten laufen auch komisch ab. Und der eigentliche Rahmen, der drumherum gesponnen wird, ist, dass ein Sender namens AlpTV, was geil, eine Reporterin dorthin schickt, die aber dann auf einmal nichts mehr von sich hören lässt. Und dann eben ein Päckchen in der Redaktion ankommt, wo, ja, Hörspiel-like Aufnahmen drin sind. Und das ist der Ausgangspunkt, diese Geschichte zu erzählen. Also man hat sich auch, was die Erzählweise anbelangt, noch was Tolles überlegt. Und das ist wirklich eine Sensation. Man kann es nicht anders sagen. Hört euch das an. Bitte tut dies. Herzlichen Glückwunsch, SRF. Das war ganz groß. Das ist auch so eine skurrile Situation jetzt, muss ich sagen. Aber dazu später mehr, zur Skurrilität dieser Situation, ja. Ja, bei mir kommen wir, also wir sind jetzt schon in der Hälfte der Top 10 angelangt. Platz 5 ist bei mir ein Stück, was so ein bisschen von den Rahmenbedingungen so an Quizzo erinnert, denn wir gehen auch wieder in die ostdeutsche Provinz, diesmal nach Beutenberge. Und da erleben wir ein Stück, denn Beutenberge ist historisch gesehen ein eigentlich Boomerort, da dort mal Erdöl gefunden wurde. Und man sich Großes versprochen hat und dass jetzt die große Welle für den Ort kommt und das Glück quasi jetzt nur noch aus der Erde geholt wird. Das Ganze erweist sich dann als Flop und heute sind diese glorreichen Zeiten lange vorbei und aus diesem Ort ist nur noch ein kümmerlicher Rest geworden. Und hier gibt es drei Männer, die sich als Rockband irgendwie dort zusammengefunden haben und noch so die Reste dieses Dorfes füllen mit zum Teil ihren Müttern. Und das so eine sehr skurrile Gemeinschaft ist, die dann aufgebrochen wird, als plötzlich eine Frau auftaucht und diesen ganzen piefigen und sehr skurrilen und in sich gekehrten Laden aufmischt und zu einem ganz besonderen Stück wird. So eine Art sehr in die Jahre gekommenes Coming-of-Age-Stück. Und zwar heißt das Ganze Öl und Bienen, ist von Thorsten Schulz. Der RBB hat es produziert. Ich habe mich zuerst von den Rahmenbedingungen, war ich ein bisschen verschreckt und dann habe ich irgendwann dieses Stück gehört und hab's geliebt. Ich hab's einfach geliebt, weil das so ergreifend war. Auch wieder diese ganz, ganz große Mischung mit allen möglichen Emotionen, die da von links nach rechts gespült werden, die das Stück so bunt machen und man sich dann später fragt, wie hat man das denn geschafft, das alles in eine Radiostunde zu kriegen? Ja, das war so eins der überraschendsten Stücke, weil, wie gesagt, die Rahmenbedingungen fand ich das jetzt eher, wirkte jetzt nicht so, als könnte das ein Knaller werden. Wurde es in meinen Ohren dann auch und deswegen habe ich das gerne auf die 5 gewählt. Ich habe den Shoutout vergessen. Okay. Scheiße. Ja, siehst du, meine Riesenliste. Ja, wäre ein Shoutout für mich. Wäre für mich nicht in den Top 10 tatsächlich gelandet. Also mich hat das nicht so kalt erwischt. Nee, was ist das Gegenteil von kalt erwischt? Warm erwischt. Ja, warm verpasst. Wie dich. Ja, ich fand das auch toll. Ich habe das gerne gehört, aber also war für mich nicht in den Top 10. Ja, manchmal ist ja gerade, wenn es so die emotionalen Stücke, da muss halt wahrscheinlich auch die Stimmung gerade passen, wenn man es hört. Das muss einem dann wahrscheinlich auch im richtigen emotionalen Moment erwischen. Ist ja oftmals so mit sowas, ja. Ist dann ähnlich wie mit Musik. Die muss ja auch dann, wenn die gerade zur Stimmung passt, dann kann es noch so toll sein, ja. Ja, mein 5 ist schon genannt worden. Von dir gerade eben quasi. Der Betreuer ist bei mir auf der 5 gelandet. Okay, da waren wir ja gar nicht weit auseinander. Nein, Nies Momme Stockmann. Mein Gott, was kann der? Das ist ja wirklich grandios, diese Idee zu diesem Stück. Aber halt auch, wie witzig das ist. Und wie unprätentiös das erzählt wird, obwohl es ja eigentlich, es ist ja kein verkopftes Hörspiel, aber es ist ja schon, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nicht wirklich künstlerisch, aber es ist halt eigentlich was Künstlerisches, was aber sehr unterhaltsam erzählt wird, wodurch das einfach ganz toll ist. Und das ist ja oft so bei ihm. Wir hatten das ja auch beim Kongress damals. Das war ja auch sowas ganz Skurriles. Aber hier ist es halt nochmal irgendwie real. Weil, weiß nicht, das hat mich auch so ein bisschen doch sehr erwischt. Jetzt nicht, weil ich das so von mir selber kenne, aber wo es halt sehr viel, es geht um Selbstoptimierung und sich nicht so richtig durchsetzen können, wo aber der Wunsch da ist, sich durchsetzen zu können, was dann eben alles auf diesen merkwürdigen Betreuer übertragen wird, der dann die komplett
die Leitung des Ganzen unternimmt, wo es dann wirklich das Stück ganz wunderbar wird. Kleiner Spoiler ist, wenn der Betreuer den Betreuer bekommt, der Betreuer den Betreuer, den Betreuer den Betreuer. Also da wird's dann einfach nur sensationell. Und das habe ich total gerne gehört, fand das erstens originell und unterhaltsam. Und ja, ist meine 5, ja. Oh, okay. Ja. Ja, wir nähern uns dem Treppchen, aber die Holzmedaille muss noch vergeben werden. Die Platz 4, ja, der geht bei mir an ein Stück, ein Thriller, wie ein Buch steht, und ein Stück, was auch ihr da in eure Top 10 gewählt hattet, nämlich Sie finden dich nie, nach Kara Hunter, eine Bearbeitung von Cordula Dickmeis, die auch die Regie geführt hat. Und ja, das war ein sehr überraschender Thriller, der mich total gepackt hat, weil es ja natürlich ein cleverer Schachzug ist, irgendwie ein Mädchen verschwinden zu lassen, ein junges, unschuldiges Ding. Und das sorgt ja allein schon dafür, dass der Puls bei vielen schon hochgeht, vollkommen zu Recht. Und ja, aber dann ist diese Welt, die das Ganze umgibt, hat dann wirklich Großartiges, weil diese Figuren so, wie soll man denn sagen, die sind so arschig und so, ja, sperrig und daneben, und trotzdem sind sie in ihrer Schrulligkeit auch wieder trotzdem glaubwürdig. Und das fand ich ganz fantastisch. Es hat mich sehr an so gute englische Thriller aus diesem Dings erinnert, so ein bisschen an Broadchurch und auch das Flair von, wie heißt denn dieses bekannte The Missing, plus halt eben diese Familie, die so ganz merkwürdig ist, wo es ganz merkwürdig zugeht, das Kind, das nicht spricht, also der Bruder, der nicht spricht, und die Mutter, die so ganz daneben ist. Ja, fand ich ziemlich stark, weil eben dieses Figurenkabinett so großartig war. Und ich glaube, das letzte Quäntchen, was dann ausgemacht hat, ist dann tatsächlich der Schluss, der einen dann nochmal vollkommen wie so ein Laster aus der Einfahrt heraus einfach überrollt auf dem Bürgersteig. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, das hat auch sehr weh getan, das nicht in die Top 10, also für mich sich nicht in die Top 10. Und ich weiß nicht warum, ich sehe dieses Hörspiel immer als Sie kriegen dich nie. Ich weiß nicht warum. Ja. Das ist immer, wenn ich da irgendwo, wenn ich das irgendwo, weiß nicht, als ich das runtergeladen habe, ich das immer Sie kriegen dich nie genannt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ja, bei mir auf der 4 ist was gelandet, was wir schon besprochen haben. Okay. Und zwar das Hörspiel, das mir den schlimmsten Lachflash wahrscheinlich, den ich jemals bei einem Hörspiel gehabt habe, beschert hat. Caro ermittelt, böser Wolf am Telefon. Ich erinnere mich, ich habe das vorher schon mal gehört gehabt und fand das unfassbar lustig. Und dann habe ich das blöderweise mit meiner Frau im Auto auf einer Fahrt gehört. Und als die berüchtigte Krankenhausszene kommt. Man muss das ja mal einsortieren. Das ist ja so sensationell, weil die Caro ja versucht, Betrüger, also in dem Fall, ja, die klassischen Telefonbetrüger halt, die versuchen, an Bankdaten zu kommen und halt Leute dazu zu überreden, um einen tödlichen kleineren Betrag zu überweisen, womit man dann die Chance hat, an das große Geld zu kommen. Also ganz üblich halt, ne? Aber sie lässt halt da nicht locker und sie versucht halt, die Leute dann selber in ihre Fallstricke irgendwie zu verwurschteln und erfindet da eben, und das ist wirklich großartig, erfindet da eben eine Geschichte drumherum, wo sie halt einige Rollen spielt und sich dann noch jemand einlädt, der dann noch mitspielt, und sie treibt das halt quasi von Teil zu Teil immer weiter und es wird immer noch absurder. Und sie denkt dann immer, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben, aber ist okay, er macht noch mit. Ja, das könnte jetzt gerade so die Grenze sein, wo er noch mitmacht. Und ihr Gegenüber reagiert ja auch immer so lustig und spricht sie dann immer auch noch so teilweise förmlich an, teilweise beleidigt er sie. Also das ist einfach hanebüchen lustig. Und weil es halt so echt rüberkommt, es ist ja echt passiert, aber nachgespielt, aber das ist ganz sensationell gut gemacht, finde ich. Und in diese Szene läuft es halt dann irgendwann mal, dass es sich eben dieses absurde Familiengebilde aufgebaut hat, dass
dass sie die Haushälterin ist, die gemeinsam mit der Frau des Hauses ein Komplott geschmiedet hat gegen den Mann und dann eben diesen Betrüger, der da anruft, mit hinein, mit ins Boot holen will, um den Mann da zu betrügen. Und das dann halt irgendwann mal absurderweise in einem Krankenhaus landet, wo sie sich dann schnell irgendwie einen Arzt überlegen muss und dann eben dieser hammerlustige Dr. Cornetto Nuss rauskommt. Der dann immer ausgerufen wird und sie dann wirklich so ein Hörspiel inszenieren vorm Telefon. Mein Gott, ist das lustig. Aber der Gipfel wird für mein Empfinden dann wirklich in der letzten Folge draufgesetzt, wo das Ganze aber sowas von auf den Boden runtergeholt wird, dadurch, dass, Spoiler vorweg, einer der Betrüger tatsächlich entlarvt wird. Und die Frage jetzt ist, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit der Info? Und sie sich dann Hilfe mit ins Studio holt, unter anderem eine Kriminalvollzugsbeamte, glaube ich, war es. Mhm. Und jemand aus dem psychologischen Bereich, also so drei Meinungen oder so, ne? Und ein Sozialarbeiter. Also so harte Realität aus dem Knast. Dann derjenige, der versucht, die Leute eben vom Knast fernzuhalten und wieder ins normale Leben reinzubringen und das positiv versucht zu sehen. Und dann einmal harte Realität, was das Gericht anbelangt. Und die diskutieren dann tatsächlich, was denn vernünftig wäre jetzt zu machen und was der Person am anderen Ende. Was auch gut war, dass man das auch so allgemein, also diese Diskussion auch so allgemeingültig hält, also nicht nur auf diesen Fall bezogen, sondern halt auch mal so tatsächlich diese gegensätzliche Parteilichkeiten da aufeinanderprallen lässt und das auch ganz im Allgemeinen mal macht und nicht nur, das fand ich auch gut, ja. Und spätestens da war mir klar, also das Hörspiel, das hat dieses Jahr gerockt, ja. Mein Platz 4, hätt's auch vielleicht noch höher schaffen können, aber es kommt ja noch was. Ja, es ist ja noch ein bisschen, genau. Wollen wir das Treppchen machen? Ja, gehen wir mal aufs Treppchen. Okay. Ja, da fange ich an. Und das ist jetzt diese skurrile Situation. Denn als wir das frisch gehört hatten, beide, warst du da wesentlich angetaner von als ich. Okay. Also ich fand's auch gut, aber du warst schier begeistert. Ich hatte immer noch so ein paar Action zu meckeln. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, also ich hatte es so, wie ich meine erste Liste so Anfang des Jahres so machte, war das so in den Shoutouts. Sagte, ja, das war gut. Und je öfter ich drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, das war wirklich ein Hörspiel. Ja, was richtig gut war. Das war nicht nur gut, das war richtig gut. Und das kletterte immer weiter. Und das war auch das, was dann zuletzt tatsächlich noch Kara Hunter vom Treppchen gestoßen hat. Das war tatsächlich die letzte Änderung, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich ist das Ding so gut, dass es besser ist als das Stück von Kara Hunter und es gehört eigentlich da oben hin, weil es so breit gefächert ist und weil das, was mir am Anfang gar nicht gefallen hat, dass diese humorigen Einschübe eigentlich überhaupt nicht zu der Story, die eigentlich erzählt wird, gepasst hat. Und je länger ich drüber nachdenke, desto weniger war das tatsächlich ein Problem und desto runder wurde das Hörspiel auch für mich. Um es jetzt mal kurz zu machen, es geht um Tannenklären von Eva Strasser, was bei mir auf den Platz 3 gekommen. Und das ist halt schon wirklich, hat mich dann überrascht, dass du es schon lang genannt hast. Ja. Und bei mir ist dann doch noch zwei Plätze höher. Ist schon interessant. Ja, manchmal muss ich so setzen, ein bisschen. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, bei mir kommt jetzt was bei dir wahrscheinlich auch noch kommt, bin ich mir relativ sicher. Der gute Josef Bolz hat ja im vorvergangenen Jahr ein sensationelles Debüt hingelegt und hat im letzten Jahr nicht nur nachgeliefert, sondern fast noch mal einen draufgesetzt, würde ich sagen, mit einem ganz, ganz tollen Stück Ich hörte vom Ende der Welt, das wundervoll passend zum 100-jährigen Radiojubiläum rauskam. Und das war bestimmt auch so ein bisschen so der Impetus, vielleicht so ein Anstoß am Anfang, dieses Stück zu machen, in dem eben auch ein Radio im Mittelpunkt steht, vor dem sich zwei Freundinnen versammeln. Ein altes Röhrenradio aus den 50ern, das ein Geschenk war. Und aus diesem Radio kommen komische Dinge heraus. Und da gibt es eine Nachrichtensendung, die ganz mysteriös ist. Denn die ist speziell an die Leute dort vor Ort gerichtet. Es geht um Rottland in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, das hat auch noch so einen ganz regional verorteten Touch,
Was das Ganze auch nochmal ganz besonders macht von der Atmosphäre her, finde ich. Ja, aber merkwürdig ist, dass die Datierung dieser Nachrichten nicht hinhaut. Und obendrein, im Laufe des Stückes merkt man, dass in diese Nachrichten auch natürlich Fehler eingebaut sind. Ja, und das Ding ist mysteriös bis zum Anschlag am Anfang. Man fiebert total, wirklich den ganzen Verlauf dieses Stückes mit. Weiß nicht, was passiert. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Und habe mich total mitgenommen, weil ich nicht die leiseste Ahnung hatte, in welche Richtung das weitergehen wird. Ganz toll von der, also die Atmosphäre ist bombastisch, ist jetzt Quatsch, weil es ja eher reduziert ist, aber mich total eingenommen hat und mich total in diese Ecke geschleudert hat, also in diesen Keller geschleudert hat. Und ja, also auch ein dickes, fettes Lob an die Inszenierung. Fand ich ganz großartig. Und Josef Bolz, ja, ich freue mich jetzt schon auf das Dritte und bin guter Dinge, dass das in die Richtung weitergeht. Und ja, ist mein Platz 3. Ich fand es fantastisch und völlig zu Recht auf dem Treppchen gelandet. Bei dir denke ich mal noch höher. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Ja, möglich. Vielleicht habe ich es doch einfach bei den Shoutouts vergessen. Man weiß es ja nicht. Ja, bei mir auf der 2, vielleicht haben wir das gemeinsam. Weiß ich gar nicht. Nein, bei mir ist 1, das bei dir nicht drin ist. Glaube ich zumindest. Okay. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Gut, also mein Platz 2 ist ein Hörspiel, was tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich für das, was wir im Orcast machen wollten, also was so unser Ziel war, eigentlich das perfekte Ding ist. Ja. Es kommt aus dem Radio, es erzählt, ja, ein Stoff, der ja die Kassettenkinder durchaus beglücken könnte. Ja, es hat also aus allen Welten genau das Richtige und es ist Mia Insomnia, die erste Staffel von Gregor Schmalzried, die Story Blond für den BR produziert hat. Das war wirklich, damit hat ja quasi das Jahr eröffnet, beziehungsweise es ging ja auch dann schon 2022 los und lief dann ja in den Januar rein, bis dann alle Folgen da waren. Und ja, das hat ja wirklich so ein, eigentlich so das Hörspiel, wo ich dachte, ach, jetzt könnte man eigentlich aufhören, weil jetzt haben wir alles erreicht, weil jetzt ist genau der Punkt eingegangen, das Radio kümmert sich um die Kassettenkinder und die Kassettenkinder hören Radio, genauso wollte man es immer haben und also von daher war das von dem Rahmen, war das schon mal genau das Richtige. Dann war es noch eine Story, die mich total fasziniert hat. Ich fand diese Mystery-Elemente total gut, diese Zeitreise, die natürlich keine Zeitreise-Story kommt ohne logiklicher aus. sind die ja fast unvermeidlich. Also ich kenne zumindest bewusst keine Story, wo das überhaupt richtig funktionieren würde. Und von daher hat mich das total abgeholt, total fasziniert. Habe das wirklich gesuchtet ohne Ende. Ja, der Impact, den das am Anfang des Jahres hat, der hat auch lange nachgehallt. Und so ist das bei mir dann auf die 2 geraten. Und ja, ich finde das Ding immer noch gerade grandios und ja, allein wegen der schönen Idee, der schönen umfassenden Idee, die dahinter steht, fand ich es toll. Ja, vielleicht. Weißt du, was bei mir auf der 2 ist? Sag mal. Etwas, was du noch nicht mal erwähnt hast. Okay. Ja. Die Mumie. Und zwar die Nein, ein grandioses Stück, das mir vor allem, als ich den ersten Teil gehört habe, habe ich gedacht, boah, das ist wieder mal richtig, richtig gut. Aber als da der zweite Teil um die Ecke kam, habe ich gedacht, wow, Alter, in welche Richtung gehen die denn jetzt? Das ist ja völlig ungewöhnlich für die zwei Ruhrpott-Brüder. Ach, wie geil. Du hast vollkommen recht. Eine Woche Anschlusszone. Das ist mir total vom Schirm gefallen. Volume 1. Tatsächlich. Und, Volume 5, Teil 1 und 2, ja. Auch wirklich sehr getrennt voneinander tatsächlich. Aber als ich dann Teil 2 gehört habe und, also es geht um die zwei Ruhrpott-Brüder, die wir ja schon aus diversen Hörspielen jetzt kennen und also lieben gelernt haben, zumindest geht's uns so, die nach Griechenland fahren in einem Bus. Also allein der Anfang, das ist auch schon wieder so eine sensationell lustige Szene, dass man eigentlich irgendwo reinbeißen muss, weil es so witzig ist oder aberwitzig ist. Dann kommen sie da an und sind natürlich zu spät, denn eigentlich hätte einer von beiden als DJ auf einer Insel arbeiten sollen, treffen dann da zufälligerweise auf den Procent, der natürlich von Rod Gonzalez gesprochen wird. Hammergeil, der das so macht, wie Rod halt ist. Das fand ich auch sehr geil. Er ist halt einfach so. Und landen dann tatsächlich
auf einem Kreuzfahrtschiff. Da nimmt das so lustiges, das wird zugeballert mit so lustigen Szenen, also wie da aufgelegt wird und wie da versucht wird, die Leute irgendwie zu animieren, diese alten Säcke, das ist so lustig. Und dann schwabern aber so langsam in dieses Stück so eine Gesellschaftskritik rein. Also es kommt erstmal sehr platt daher, ja, dass halt die zwei auch merken, ja, Mensch, also wenn man so drüber nachdenkt, den Leuten, die da arbeiten, denen geht's ja auch nicht so gut. Ja, komm, das müssen wir jetzt auf der Bühne machen. Ja, das ist keine gute Idee. Den Kunden da das unter die Nase zu reiben, ja, und das endet dann quasi im Chaos, dass die beiden mehr oder minder flüchten müssen und dann das Schiff kentert. Ja, und dann nimmt diese Geschichte eine 180-Grad-Wendung an und wird, also dieses Gesellschaftskritische, was vielleicht vorher schon so ein bisschen angestoßen wurde, wird dann halt unglaublich real, weil sie dann halt auf einer Insel landen, die von Flüchtlingen bevölkert wird. Und dann allesamt, die ganze Besatzung dieses Schiffes, inklusive der beiden, mit der Realität konfrontiert wird und halt ein Thema mal wieder ins Gedächtnis gespült wird, wo man denkt, oh scheiße, ja, da habe ich weiß nicht wie lange schon nicht mehr dran gedacht. Das ist ja nicht weggegangen, das ist immer noch da. Die Leute sitzen da und das mit so einem Hörspiel zu machen, also alleine diese Idee ist so, alle Hüte ab, aller Ehren wert, sämtliches Gold an euch, Robot-Brüder, fantastisch. Und wenn dann obendrein noch so ein unglaublich unterhaltsames Hörspiel und unglaublich nachhaltiges Hörspiel rauskommt, hat am Platz 1 gekratzt, aber ganz knapp vorbei. Ja, ärgert mich. Muss sie nicht ärgern, ja, alles gut. Es stimmt, ja, es stimmt. Das hätte Jahr ist sehr lang, ja, es ist riesig. Ja, aber das hätte es wirklich verdient gehabt, zumindest die, ich weiß nicht, ob es für die Top 10 bei mir gereicht hätte, aber ja, gerade der zweite Teil, das war schon gut, kann man nicht anders sagen. Ja, wir sind schon ganz oben, oder? Darf ich raten? Ja, es bleibt dir jetzt nicht mehr viel, oder? Ich habe bei dir, ja, bei dir kann es ja jetzt auch nur noch mein Platz 2 sein, oder? Ja, es ist ja so. Ja, ja. Ganz eindeutig. Also, was heißt jetzt nicht ganz eindeutig, weil es alles zu nah dran war, aber wenn ich auf die Liste gucke, es ist nicht so krass wie im letzten Jahr, dass es so absolut herausragt, aber also Mia Insomnia, das ist schon so die Vereinigung von so vielen guten Dingen und guten Erinnerungen hat. Also ich habe halt auch mich versucht zu erinnern, als ich das gehört habe und wie ich da nach jeder Folge gesuchtet habe und unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich vor allem am Ende, da hat es dann den Ausschlag gegeben, wie rund dieses Ding wird und diese Schleife wird. Ich da gedacht habe, boah, das ist auch so gut geschrieben, so auf den Punkt und mit so viel mit Nostalgie, genau der richtigen Menge an Nostalgie angefüttert, mit den richtigen Leuten besetzt und ja, da ist einfach so viel richtig gemacht worden. That is it. Also für mich Mia Insomnia. Mhm. Die erste Staffel. Ja. Ja, ist ja bei mir nicht weit weg. Ja, ja, und bei mir ist es ja dann auch recht einfach, denn Josef Spolz, ich hörte vom Ende der Welt, du hast schon alles dazu gesagt. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei Mia Insomnia. Auch sowas, wo man denkt, ja, das ist genau das richtige Thema. Auch ein sehr passendes Thema und dann aber eben, ja, hat man diesen Aufhänger dann wirklich so originell genutzt und so toll und mysteriös erzählt. Ich habe eben gerade noch gedacht, als du so die Story zusammen warst, da ist mir dann auch noch mal so, sind mir ja noch mal so ein paar Gedanken, die mir dabei gar nicht so gekommen sind, dann auch noch mal klar geworden. Ja, es ist so deutsche Twin Peaks. Ja, quasi. Ja, genau. Ja, also, aber dann halt schon Triple Peaks. Also das ist schon... Da piekst schon ganz gewaltig. Ja, das fand ich halt, wie mutig man dann auch erzählt und trotzdem das Ganze immer noch so hörbar bleibt und nicht so in einen total verkünstelten Kosmos abgliffen, sondern immer greifbar bleibt und trotzdem eben nicht zu viel oder teilweise auch gar nichts verrät. Das fand ich so sensationell erzählt. Ja, also mein Highlight tatsächlich und hat sich bei mir auch tatsächlich vor Mia Insomnia gestellt. Hätte ich im Januar nicht gedacht. Ich habe gesagt, das Jahr ist richtig gelaufen nach Mia Insomnia. Was soll denn jetzt noch kommen, bitte? Ja, ja, Mensch. Ja. Haben wir doch zwei sehr schöne Listen, finde ich. Ja, ich finde auch. Und was für ein tolles Jahr, wenn man es dann nochmal so passieren lässt. Also ganz wirklich erstaunlich. Großartige Hörspiele dabei. Ja. Weißt du, was mich jetzt interessieren würde? Mhm. Wie das andere sehen.
Vielleicht eine Idee zu fragen, oder? Ja, wollen wir uns Unterstützung holen? Ja, ich glaube auch. Also, und ihr wollt ja auch wissen, wie euer Voting ausgegangen ist. Deswegen machen wir das ja überhaupt. Ne? Genau, wir machen jetzt eine kurze Pinkelpause. Dann gucken wir mal, ob noch jemand vor der Tür steht, den wir noch reinlassen können. Und dann kümmern wir uns auch insbesondere mal um eure Top 10. Mal gucken, was ihr da so zusammengewählt habt. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon sehr. Ja, freut euch auf den zweiten Teil. Und vielleicht hätten wir ja auch irgendjemand, der zum Gewinnerstück was zu sagen hätte. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Also, seid gespannt. Stay tuned, wie der Franzose sagt. Und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, der Sekt ist eingeschenkt, das Kerzenlicht flackert, die Stimmung das Gegenteil, steigt Richtung Höhepunkt, ja, es ist soweit. Eure Top 10, unsere liebe Hörerschaft hat gewotet und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und natürlich haben wir uns, genau wie letztes Jahr, weil das so schön war, erlesene Gäste eingeladen. Unter anderem ist da der liebe Markus, den ihr natürlich vom Ortett auch kennt und von den Hörspielsachen. Hallo Markus! Hallo, Grüße an euch und an alle Hörer. Danke dir. Ein weiterer lesender Gast, das ist der Thomas, unser lieber Hörspielkritiker. Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Juhu! 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 So, letztes Jahr habe ich euch, glaube ich, gefragt, was ihr anhabt. Das ist jetzt ganz blöd hier. So schlimm. Nein, dieses Jahr wollte ich fragen, was trinkt ihr denn? Also ich habe tatsächlich Sekt eingeschenkt. Ja, kann man ein bisschen hören. Oh. Pepsi Max. Pepsi. Wundervoll. Ja. Orangentee. Und Wasser. Es wurde immer langweiliger. Ja, was seid ihr denn für eine Feiergesellschaft hier? Ja. Mann. Na, das kriegt man schon wir hin. Wir müssen doch sagen, dass wir Daniel diesen Jahr vermissen. Normal sind wir jetzt leider. Seit letztem Jahr. Und Daniel kann leider nicht. Das ist schade. Wir grüßen nach draußen. Weil der hätte bestimmt ein total fancy Getränk gehabt. Auf jeden Fall. Wodka Red Bull. Oder was weiß ich. Wodka Brause oder so. Wodka Brause. So was, was aus der Nase wieder rauskommt. Wenn Ich glaube, in der Eichel trinkt man Wodka Dachsblut. Wodka durch die Eichel. Ja. Oh mein Gott. Ey. Oh, Alter. Das geht schon. Das ist so 1992. Wie kriegt man jetzt die Kurve? Ihr habt euch ja bestimmt im Zuge des generellen Voting-Prozesses auch so ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht mal die Frage, wie fandet ihr denn das Hörspieljahr 23 so im Nachklapp? Was ist euch am meisten hängen geblieben? Und komm, ihr könnt auch gleich, wenn ihr wollt, eure Top 3 raushauen. Ich fange jetzt einfach an. Ganz frech. Also ich fand das Hörspieljahr 23 echt toll. Also es kamen richtig viele tolle Sachen raus und ganz viel davon, was ich auch richtig gut finde, hat es auch in eure Top 10 geschafft. Also ich bin echt diesmal sehr angetan von der Top 10. Im letzten Jahr, da war ja auch relativ viel so aus der kommerziellen Ecke dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Dieses Jahr ist ja fast bis auf Dark Holmes, glaube ich. Ja, genau. Ist alles auch so Sachen, die ich gehört habe, weil ich mache ja nur ARD-Audiothek-Sachen. Und das finde ich, da war ich gleich so ganz angenehm überrascht. Also ich fand es ein sehr starkes Jahr. Das kann ich hier mal so verkünden. Wie geht's denn dir, Markus? Also ich fand es auch, es ist unglaublich, was in Mediatheken und so zur Verfügung gestellt wird. Ich kann das auch teilweise gar nicht mehr bewältigen. Ich war erstaunt, wie wenig ich eigentlich jetzt gehört habe dieses Jahr. Für mich waren einige wirklich tolle Sachen dabei, aber so, also der richtig große Knaller letztes Jahr war das Jahr für mich die geniale Freundin. Sowas war für mich dieses Jahr nicht dabei. Also was mich jetzt wirklich weggehauen hat und was jetzt wirklich so extrem außergewöhnlich war. Aber vielleicht hätte ich einfach mehr hören müssen. Ich bin immer noch geplättet. Mein Handyspeicher ist bis zum Bersten gefüllt, dass das alles nachzuholen. Und ich finde auch ganz toll, was an nicht nur an neuen Produktionen, was eben auch an Klassikern zugänglich gemacht wird. Das ist echt irre. Also das freut mich sehr. Ja, das stimmt. Also alles, was so aus den Archiven rausgekramt wird, wo man früher gar nicht die Chance hatte, sowas zu hören, das wird kommt jetzt alles wieder hoch. Ich liebe auch so Podcasts, wo das Ganze dann ein bisschen erläutert wird. Also sei es jetzt
der Kein-Mucks von Bastian Pastewka oder eben so Sachen wie, ich glaube, beim SRF gibt es auch so eine Sendung, wo dann einfach erklärt wird, wie das Hörspiel entstanden ist, zu welcher Zeit, wie wer da hinter den Reglern saß. Das finde ich auch sehr toll, dass es immer mehr so Formate gibt, die das nicht nur auf den Markt werfen, sondern die ein bisschen das Ganze einordnen. Finde ich sehr, sehr bereichernd. Gerade der SRF-Krimi-Podcast, als Lob, weil ich jetzt zuletzt auch nochmal der süße Wahn gehört habe und was die zwei, Wolfgang Höll und Susanne Jansson, da auch aus diesem Ding dann noch rausziehen und fand ich auch fantastisch, ja. Ja, das muss ich auch sagen. Jo. Wollt ihr eure Top 3 raushauen? Ja, gern. Soll ich anfangen? So mit Trommelwirbeln und so? Ich mach Trommelwirbel. Ja. Genau, also ich, wie gesagt, aus dem spärlichen oder aus dem, es war jetzt auch für normale Menschen, habe ich schon viel gehört, aber jetzt im Verhältnissen zu meinen früheren Jahren nicht so viel. Ich fange mit meinem Platz 3 an und zwar ist es aus einer Reihe aus dem kommerziellen Bereich. Alte Bekannte, die seit über 20 Jahren schon was machen aus dem Gruselkabinett. Ich weiß jetzt die Folgennummer nicht, die Musik des Erich Zann. Weiß nicht, ob das jemand gehört hat. Ja, natürlich. Super, ja. Das ist eine Lovecraft-Geschichte, die mir so nicht bekannt war. Und die hatten wirklich, also die schaffen es immer noch nach über 20 Jahren und fast 200 Episoden da so Überraschungen rauszuhauen, weil es eben eine Lovecraft-Geschichte über einen Mann, der zu einem Haus kommt, an das er sich aus seiner Vergangenheit erinnert, weil er da immer Musik gehört hat von einem Bewohner dieses Hauses. Ja, und dann wird eben geschildert, was in dem Haus los war oder los ist. Und da finde ich so faszinierend, dass das diesen Lovecraft-Horror, man sagt Cosmic Horror oder kosmischer Horror zu diesen Geschichten, ja, weil der so überirdisch ist und weil der nicht greifbar ist. Und gerade dieses Nicht-Greifbare, finde ich, wird da ganz großartig eingefangen. Also es wird dann zum Schluss ganz basic und ganz verrückt. Aber eben in dem akustischen Medium das so einzufangen, hat mich sehr überrascht. Es gibt auch in den letzten Jahren immer wieder Lovecraft-Verfilmungen, zum Beispiel die Farbe aus dem All. Aber das Tolle an der Farbe aus dem All ist halt, dass man nicht weiß, was das für eine Farbe ist. Und wenn du das in einem Film hast, ist es halt Magenta. Da ist das Telekom. Ist dann die Farbe aus dem All. Das will ich aber gar nicht haben, weil das Tolle an den Lovecraft-Sachen ist ja, dass man das gar nicht schildern kann. Also gerade dieses wenn es dann ins Universum geht und ins wirklich Unbegreifliche. Und das fängt es hat einen ganz irren Abschluss, dieses Hörspiel. Und es fangen die wirklich ganz großartig ein. Martin May spricht da die Hauptrolle, die man als Zuko kennt, aus den John Sinclair Hörspielen. Und ich fand das wirklich ganz, ganz große Klasse. Und es hat mich so aus dem Nichts überrascht. Hey, Wahnsinn. Ich meine, die liefern immer wirklich tolle Hörspielarbeit ab. Aber es kommt halt wirklich auch nach über 20 Jahren immer noch mal so ein Knaller und auch so eine Geschichte, die ich gar nicht kannte. Also Respekt, Hut ab. Das ist mein Platz 3. Ja, super. Ja. Fand ich auch fantastisch damals. Ja. Also, und war auch sehr überrascht. Ja, da erinnere ich mich auch noch. Ja. Ist auch nicht so lang, es kann man gut mal weg, aber es lässt einen wirklich Kopfhörer auf und es ist ganz, ganz toll, mit welchen Mitteln und mit wie wenig Schauspielern man so eine Atmosphäre schaffen kann. Auf Platz 2 bleibe ich auch kommerziell und zwar gab es eine Neufassung von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ah, super. Von Silberfisch aka Hörbuch Hamburg. Der Regie Theresia Singer. Was soll ich sagen? Das ist, glaube ich, schon die dritte oder vierte Fassung, die es von dem Stoff gibt. Aber es ist einfach zeitlos schön. Es ist wunderbar für Kinder. Es ist wunderbar für große Leute. Es ist eine ganz tolle Besetzung. Annette Frier ist die Erzählerin. Bastian Pastewka spielt mit Ralf Schmitz. Thomas Balou Martin, ganz tolle Kindersprecher. Ich glaube, zur Geschichte braucht man nicht so viel sagen. Das kennt jeder. Aber gerade weil es jeder kennt, dann wieder sowas, so Knaller rauszuhauen, echt Respekt und sollte man unbedingt hören. Gerne auch die Wilde 13, die eben so gut ist, ist da auch zeitlich rausgekommen, kann man auch streamen, aber gibt es auch auf CD und ist wirklich jetzt ja so ein Hörspielklassiker, der wunderbar umgesetzt ist von Theresia Singer, die man ja auch kennt. Die hat für Headroom viel gemacht, für diese Abenteuer und Wissen heißt, glaube ich, die Serie. Ganz, ganz toll. Auch es gibt diverse Michael-Ende-Geschichten. Es gibt auch eine wunderbare neue Fassung von Momo, auch bei Hörbuch Hamburg, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und in Kürze wird wohl der Wunschpunsch in der neuen Fassung rauskommen. Also das ist wirklich ganz toll. Ich freue mich drauf. Das ist mein Platz 2. Und mein Platz 1, da scheiden sich jetzt die Geister. Das habe ich aber erst heute Nachmittag irgendwie registriert. Wurde erstmalig ausgestrahlt am 1.1.24. Ist mir aber wurscht. Das ist die zwei Gesichter des Januars.
Hat jemand gehört? Ja, ja, klar. Aber das kam doch schon 2023, oder? 23, also ich habe nur mal gelesen, dass es wohl an Neujahr 24 ausgestrahlt wurde. Aber es ist mir egal, ich denke, es ist 23. Ja, ich glaube, es ist älter, oder? Echt, es ist älter? Ich guck gerade mal. Also ich glaube, dann ist es mir aber auch wurscht. Also Moment. Ja. Ach nee, Quatsch, du hast recht, es ist 1.1.24. Ja. Ich glaube, ausgestrahlt, ich gehe mal von aus, dass es dann 23 entstanden ist. Ach, und genau. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Genau, das ist eine Hörspieladaption eines Romans von Patricia Highsmith, wo ja in den letzten Jahren etliche neue Hörspiele rausgekommen sind, die, soweit ich die kenne, wirklich mir alle gut gefallen haben. Ich bin auch stolz im Besitz einer Hörspielbox von Patricia Highsmith, die ich fühlte wie mein Augapfel, gab es mal vom Audioverlag mit 10 oder 12 CDs, wo auch wunderbare Stücke drin sind. Und das ist eine Geschichte, von der es übrigens auch eine wunderbare Verfilmung gibt von 2013 mit Viggo Mortensen und Kirsten Dunst und Oscar Isaac. Da geht es darum, dass ein junger Mann in den 40er, 50er Jahren in Griechenland ist und der wird Zeuge eines, ja, wie jemand zu Tode kommt und hilft dann dem, der den Tod verursacht hat, die Leiche zur Seite zu schaffen. Es kommt dann raus, dass dieser Mensch, der den anderen erschlagen hat, ein Gauner ist, ein Hochstapler, der hat eine junge Frau und die drei verbünden sich jetzt sozusagen im Lauf der Geschichte. Und im ersten Teil der Geschichte, es sind zwei Teile, da passiert am Ende ein Unglück und dann kriegt das Ganze nochmal einen ganz neuen Turn. Also ich möchte nicht verraten, was passiert, aber es wird auf alle Fälle dramatisch. Und im zweiten Teil verwandelt sich das Ganze dann in was ganz anderes. Da spielen Leute mit wie Matthias Leja, den kennt man, das ist der Lenz von der Taskforce Ham. Daher kennt man den, der spielt eine der Hauptrollen. Und dann Marlene Lohse spielt, es sind eigentlich nur drei Leute, die da mitspielen. Der Name des jungen Schauspielers, der den jungen Mann spielt, ist mir gerade entfallen, aber auch Alex. Robin Meissner, grandioser Schauspieler. Und der mir auch sehr gut gefallen hat, Hut ab, Hansi Jochmann als Erzählerin. Hansi Jochmann ist die deutsche Stimme von Jodie Foster. Habe ich ein bisschen in Hörspielen immer ein bisschen Probleme gehabt, weil die oft so, ja, ich sag mal, ich kenne sie aus den drei Fragezeichen, wo sie dann gerne mal ein bisschen freidreht, was ja auch zu den Rollen passt. Aber als Erzählerin wirklich ganz, ganz großartig. Und diese Story finde ich halt klasse, atmosphärisch super eingefangen. Das Tolle bei Patricia Highsmith-Geschichten ist, dass die einen oft ins Ausland entführt, an schöne Plätze. Also da wird sich nicht in irgendwelchen verrauchten Hinterhofkneipen getroffen, sondern die spielt dann in Griechenland, im Labyrinth von Knossos und dann noch in Paris. Also wenn sich da zwei Gauner treffen, dann trifft man sich halt am Montmartre oder in irgendeinem schönen Straßencafé. Und das ist eben super eingefangen in der Geschichte. Ich bin auf Hörspiele gestoßen, der Ripley-Romane von Walter Adler, die schon etwas älter sind. Also ich versuche jetzt gerade nicht an das Övre ranzumachen, was es an Hörspielen gibt. Ich habe auch Highsmith als Autorin eben vor einiger Zeit wieder ein bisschen entdeckt, unter anderem auch durch diese Hörspiele. Und ich finde das wirklich großartig. Das Tolle für euch Hörer ist, dass es das Ganze noch zum Download gibt in der NDR Mediathek. Ja, das war für mich ein perfektes Radiohörspiel und so ein perfekter Krimi. Und Highsmith ist eben auch nicht nur eine Mördersuche, sondern oder einen, wo es um grausame Morde geht, sondern das ist mehr so ein Drama und ein Psychodrama und oft eine Beziehungsgeschichte, wo es eben um Liebe und Tod und Eifersucht und Gier geht und dauert 2,5 Stunden und kann ich jedem nur empfehlen, sich das runterzuladen. Einfach googeln und in der NDR Mediathek könnt ihr das noch eine Zeit lang abrufen. Das war so mein Highlight 2023. Sehr schöne Liste. Gefällt mir gut. Ja, dann mache ich weiter? Ja. Okay, also mein Platz 3, also ich habe echt lange überlegt, weil ich hatte ja schon gesagt, ich fand das Jahr 2023 hörspieltechnisch richtig, richtig gut. Also auch hier, was ihr auf der Liste habt in Top 10 hier, der nette Herr Heinlein fand ich toll. Oder auch die Timothy Truckle Sachen, die neuen. Und auch Patricia Highsmith vom NDR, diese neue Reihe, was ja auch jetzt Markus erzählt hat, die war auch ganz klasse. Aber ich musste mich ja für irgendwas entscheiden und deswegen habe ich dann die Totentorte von Äpfing genommen. Hat das jemand von euch gehört? Ja. Ja. Ist das nicht genial, dass eine Frau mit ihrer Anwältin zum Therapeuten geht und die Anwältin dann beim Therapeuten genauso agiert wie vor Gericht? Das können Sie jetzt aber nicht so auslegen. Das dürfen Sie nicht aufschreiben und der Therapeut völlig überfordert ist. Also ich fand tatsächlich, es ist ja, wenn so eine Komödie gemacht wird im Hörspiel, fällt es mir oft schwer, darüber zu lachen, weil ich es entweder total doof finde oder ich denke, ja, es ist
ist einfach nicht witzig. Aber hier ist es wirklich sehr witzig und es ist alles so schön aufs Korn genommen. Diese ganze Familiensituation und diese Frau, wie die da agiert, diese mit dieser ihrer süßen Stimme und dann so unschuldig tut und dann einfach nur, ja, es ist wirklich ganz klasse, witziges Hörspiel, aber es gibt es leider nicht mehr zum Anhören, wie ich es gerade sehe. Es kommt aber wieder. Es ist, glaube ich, jetzt irgendwann im März, meine ich, hatten wir es im Radioprogramm, ja. Und dann kommt dann es wahrscheinlich auch nochmal online gestellt. Ja. Obwohl, nee, hier, es gibt es direkt vom Bayerischen Rundfunk. Ach so, stimmt, das ist ja ein BR-Hörspiel, ja. Das müsste ja eigentlich und ein BR-Hörspiel. Da kann man herunterladen, klicken und dann wird es heruntergeladen, sehe ich gerade. Ah ja, cool. Also ist in der ARD-Audiothek aktuell nicht, aber kommt dann wahrscheinlich im März. Stimmt, und man der BR-Hörspielpool ist ja immer dauerhaft. Genau, da ist der Kram ja immer dauerhaft. Beim BR das direkt runterladen. Ja. Gut, ja, das ist mein Platz 3. Platz 2 ist Tannenklirren, wie auch in euren Top 10 zu finden, von der Eva Strasser. Ein Hörspiel vom Schweizer Rundfunk. Und das ist wirklich so, ja, es ist eine Serie und das entwickelt sich dann so krass und ist einfach super, super gut gemacht. Und man ist da also nicht nur teilweise, es ist halt wie so ein richtig geiler Film, der da im Kopf abgeht. Und also ich war total drin und ich habe es sehr genossen. Ich habe mich auch mit den beiden Machern unterhalten. Und es hat ja auch Spaß gemacht, dann mal so hinter die Kulissen zu hören. Also dass diese ganzen Büroszenen, die dann in dem Alp-TV-Sender da stattfinden, dass sie die sozusagen in Anführungsstrichen live eingespielt haben. Also sie hatten da wirklich ein Büro aufgebaut und dann sind die da hin und her gelaufen und so. Das hört man auch manchmal. Da gibt es dann so ein paar komische Pausen, wenn die da so reden, aber dann haben die wahrscheinlich gerade irgendwas hochgehoben oder sowas und dann kommt das so rüber. Also das hat schon, und dann der Kontrast dazu zu diesem Ort da im Gebirge, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber ebenfalls so, ja, ich fand es auch von der Story her, weil die eben auch auserzählt wird und richtig gut erzählt wird und ja, also das hat mir ja echt großen Spaß gemacht. Und mein erster Platz, das ist jetzt wahrscheinlich sehr, also für mich ungewöhnlich, weil ich habe tatsächlich dieses V13 genommen, diese dokumentarische Podcast-Serie, okay. Wo dann dieser Schriftsteller zu diesem Prozess geht, wo die islamistischen Terroranschläge von Paris da aufgearbeitet werden. Aber ich muss einfach ehrlich sagen, das war einfach das Hörspiel, auch wenn es jetzt von der Inszenierung her gar nicht aufwendig ist, sind ja eigentlich nur Erzähler, aber es ist so, so gut gemacht und es hat mich so mitgenommen. Ich war danach so fertig. Das hat noch kein Hörspiel vorher geschafft. Es war einfach, es ist so schlimm, was wir da hören und es ist so klug, wie er das aufarbeitet und wie es dargestellt wird und wie, was er denn sagt zum Beispiel, dass das Böse, ja, im Film, da ist immer der Böse das Faszinierende und man freut sich auf den Bösewicht, aber in der Realität ist das Böse einfach nur profan und die Mutigen, die Helden, das sind wirklich die, die interessant sind. Also wenn sich da jemand hinlegt und die Terroristen rennen da in diesem Club rum und erschießen alle und der liegt neben einer Frau und die hätten die Chance abzuhauen und die Frau kann aber nicht, weil sie so steif und so viel Angst hat und er sagt, okay, ich bleib jetzt neben dir liegen. Das ist eben das Heldentum und nicht einfach mit einer Kalaschnikow rumrennen. Ja? Also das ist so, wow. Also wer Mut und Zeit und ein bisschen Kraft hat, also man braucht wirklich Kraft, das zu hören, auch unbedingt dieses V13 hören, ist noch in der ARD-Mediathek drin. Also ist ganz, ganz toll. Ja, das waren meine Top 3. Ja, spannend. Cool. Ja, und sehr unterschiedlich auch. Das ist sehr interessant. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Wollen wir loslegen? Ja, schmeißen wir uns doch mal gucken. Wir können ja mal gucken, was die Hörer so zusammengebastelt haben. Olaf, genau. Olaf, du bist der Mastermind mit der Liste vor dir. Du musst uns jetzt sagen, was Platz 10 geworden ist. Ja, Platz 10, das wird wahrscheinlich Thomas freuen und auch so ein bisschen enttäuschen gleichzeitig, weil es ist der nette Herr Heinlein geworden. Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller heißt es in Gänze von Stefan Ludwig, MDR-Produktion aus 2023. Da freue ich mich. Die, Platz 10 ist doch super. Ja, freue ich mich. Ja, Platz 10 ist super. Also. Ja, aber wenn es schon der Top 10 ist, hätte man sich über einen Platz mehr gefreut. Ich hätte ihm auch einen Platz mehr gegönnt. Und ich kann ja schon mal spoilern, bei mir ist es auch ein Platz besser. Also nicht einer, sondern vielleicht noch zwei. Aber das hat auch mein Herz erobert. Ja, das ist wirklich ein schön skurril, lustig und sehr, sehr unterhaltsam. Ja, fand ich auch. Und originell halt. Bestens originell. Ja. Das muss ich noch hören. Ich kann ihn nichts zu sagen. Muss ich noch hören, aber es klingt ja schon mal gut. Ich hab's auf der Platte. Ja. Sehr gut. Ja. Das gefällt dir auf alle Fälle. Ja. Wette ich alles. Ja, ja, okay. Ja, der Humor ist, ich glaube, der Humor, der wird dir gefallen. Ja. Ich bin fest und überzeugt. Ja.
Ja, mal gerade weitermachen? Ja, klar. Ja, Platz 9 ist dann die einzige kommerzielle Produktion gelandet. Dark Homes von Erik Albroth bei Contento Media erschienen. Das war ja auch so über einen Jahreswechsel. Also das ist ja gerade, fing ja glaube ich im Dezember, November letzten Jahres schon an. Und also vorletzten Jahres in dem Fall. Und lief dann bis Anfang 23. Und im letzten Jahr hat es glaube ich gar keine Rolle gespielt, was mich gewundert hat. Da war ja auch schon fast alles erschienen, als die Oscarswahl rum war. Aber in diesem Jahr hat es dann zumindest ja für als kommerzielle Produktion doch für ziemlich weit gereicht. Also wie gesagt, überraschenderweise die einzige kommerzielle Produktion. Normalerweise haben wir ja immer mehrere schon mal drin. Ja, also insofern können die Jungs von Contento Media sich glücklich schätzen, dass das so weit nach vorne reicht, weil das hat kein drei Fragezeichen, das hat kein Sherlock Holmes, keiner von den 27, die es gibt. Und auch keine drei Fragezeichen. Hat aber auch so ein Schicksal, da habe ich mal reingehört in ein, zwei Folgen oder drei und dann komme ich einfach, dann mache ich es einfach, aber ich werde jetzt gern mal wieder, wenn ich Zeit habe, da mir das, weil ich fand die auch wirklich gar nicht schlecht, die Sachen, die ich gehört habe, aber bin da jetzt leider nicht dran geblieben. Aber das wäre jetzt auch wieder so ein Impuls zu sagen, okay, hören wir mal weiter. Ja. Das war immer so schwankend bei mir, das war immer so eine Achterbahnfahrt, irgendwie so, dass ich das manchmal ganz toll fand und manchmal gedacht, oh nee, das ist ja. Die Grundidee finde ich echt nicht schlecht, also die, dass man das verlegt und dass die Figuren alle ein bisschen anders drauf sind. Aber ich werde da wieder mal reinhören. Da müsste man vielleicht auch einfach mal die ganze Staffel am Stück machen. Genau, wahrscheinlich hat man auch sehr vieles dann überhört an Zusammenhängen und so, was da gebastelt wird, ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Durch die großen Pausen dann immer zwischendurch war man dann immer irgendwie raus und musste sich wieder reinfinden und da bin ich aber auch mal Respekt an Contento, was die raushauen über die Jahre. Ja, das ist schon irre, was da an Output kommt. Also auch diese ganzen Anthologie-Geschichten. Wir hören euch, wir sind bei euch und danke für den ganzen Output, aber es ist echt schwer zu bewältigen. Ja, aber genau, Grüße gehen raus. Ja, das ist wirklich, also allein, wenn man sich die Serien anguckt, mit den drei Senioren, die ich wirklich sehr mag. Und die Cliffhanger Tales und die Horror Tales, was da alles gibt. Murder Tales, Midnight Tales, mit Folge 80 oder so mittlerweile. Habe ich auch vereinzelte gehört, die echt nicht schlecht waren, aber jetzt so alle dranbleiben ist halt schwierig, aber es ist unglaublich, was da jeden Monat kommt oder alle zwei Monate. Also bitte weitermachen. Ja. Absolut. Ja. Kommen wir zu Platz 8. Ja, da hat es so einen hingespült, den ich so als einen der Favoriten gesehen habe. Ist dann ein bisschen untergegangen, nämlich Sörensen sieht Land. Echt? Von Sven Stricker, Deutschlandfunk Kultur. Also das wäre so einer meiner drei Tipps gewesen fürs Podium. Und ja, hat das Publikum dann doch anders gesehen. Interessant. Hat mich ein bisschen überrascht. Ja, das ist interessant. Also weil der ist echt stark, dieses Hörspiel. Ja. Das ist wirklich, also das ist wieder auch diese schöne Mischung. Finde ich es ja immer bei den Sven Stricker. Also dieses Humoristische auf der einen Seite, ne, wenn der Sörensen da seine Reden schwingt, bloß um nicht mit ihr ins Bett zu müssen. Auf der das anderen ist Seite eine der witzigsten Szenen, die ich jemals zum Hörspiel gehört habe. Auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich richtig gut. Und ich ziehe auch die Hörspiele den Filmen vor. Werden jetzt viele schimpfen, aber ich muss das gar nicht sehen. Als Hörspiel genügt es mir voll auf. Es ist anders. Genau, weil wenn man die Hauptfigur nicht sieht, sondern nur agieren hört, das ist ganz was anderes und der Humor kommt auch anders rüber. Ich gucke die Filme auch gern, aber ich würde echt, wenn es keine Filme mehr gäbe, nur noch Hörspiele, würde mir reichen. Aber ich fand es auch super. Man kann sich an der Figur auch nicht satt lesen oder satt hören. So. Nee. Hab mir oft bei irgendwelchen Kommissaren, dass das irgendwann sich wiederholt oder dass man gar nicht mehr viel mehr wissen will über die Figur. Aber gerade der Sörensen ist eine ganz tolle Figur und ich hoffe, dass da noch weitergeht. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Mal eine Frage. Also habe ich das richtig in Erinnerung, dass im ersten Sörensen-Teil, also Sörensen hat Angst, dass der als Hörspiel schlecht ausgeht und im Film sie dann noch ein gutes Ende hinbasteln? Habe ich das richtig in Erinnerung? Dass sie dieses Kind da dann doch finden und so und während im Hörspiel es tot ist? Ich kann mich gar nicht mehr an den Film erinnern. Ich habe das irgendwie so abgespeichert, aber Das kann aber gut sein. Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das fürs Fernsehen so machen würde. Ja, deswegen, ja. Ich glaube, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wie es im Buch ist, weiß ich natürlich. Weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gelesen. Ja. Sven Stricker, wenn du uns hörst,
hörst, dann melde dich ja, ja, genau. Sag Bescheid, ja. Hätte ja mal noch nachfragen können. Ja. Auf jeden Fall Glückwunsch zum 7. Platz. Ne, 8 ist es. 8. 7 kommen wir jetzt. Ach so, ja, ja, stimmt. 7 logisch. Kommen wir jetzt. 10. Ja, 7 ist tatsächlich das, was so eins der größten Überraschungen für mich war. Also, dass es nur Platz 7 war, weil ich dachte, das ist das Ding, was dieses Jahr diese Tabelle rocken wird und ganz klar und unangefochten den Platz 1 holt. Darf ich hat's raten? Ja, rat mal. Ist mir ein Somnia? Ist mir ein Somnia. Hör auf, wirklich? Das ja. ist ja irre. Ach, ja. das ist okay. echt eine Überraschung. Ja, also es wäre mein Hausvor-Favorit gewesen. Ich habe gedacht, das ist so bei so vielen gut angekommen, bei so einer breiten Hörerschaft. Also das kam ja aus allen Ecken. Das kam von den Radiohörern, die es gut fanden. Das kam von den Kassettenkennern, die es erst recht gut fanden. Das fanden auch so ziemlich alle, die sonst so irgendwo drumherum waren. Also ich habe da nur Positives gehört und bin echt erstaunt, dass das Hörspiel dann doch ja letztlich so weit hinten ist. Also das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht war es schon zu lange her, weil es war ja letztes ja. Jahr, also Ende 2022, Anfang 2023, ne? So, ja, ja. So aber genau. Es war ja nochmal clever platziert, dadurch, dass die neue Staffel ja im Januar anfing und das dann nochmal im Dezember nochmal in die ARD-Audiothek gehoben wurde. Also es war ja dann auch direkt nochmal präsent. Ja noch mal da, ja. Aber also hätte ich tatsächlich gedacht, also war mein hoher Favorit, weil ich das ja. auch total vor allen Dingen, toll weil fand. Budika und drüber ist, also. Ja, zum Beispiel, genau. Naja, oder zwei ja, Nächte. Naja. Ja, genau. Ja. Also das ist dann schon, da habe ich schon auch so das erste Mal an den Hörern gezweifelt, ihr da draußen. Ihr macht das sonst so gut, aber hier mit mir habt ihr so ein bisschen Unrecht getan. Bin ich ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ja, das hätte ich nicht enttäuscht gedacht. Mich schon ein bisschen, ja. Also das hätte ich deutlich weiter vorne gesehen. Ja. Ja, aber es muss ja auch was Überraschendes drin sein. Ja, genau. Das ist ja langweilig. Ja, das heißt ja auch, dass auf der 1 auch was Überraschendes sein muss. Ja, genau. Genau. Ja, springen wir zu Platz 6. Ja. Ja, Thomas hat es schon gespoilert. Oh. Eins der beiden, tatsächlich, die es knapp drüber geschafft haben. Und zwar 12 Nächte von Leonie Belo ist tatsächlich auf der 6. Das Einzige, ja. was ich, glaube ich, nicht gehört habe. Ja, pff, ich hatte es gehört. So ich fand es nicht so toll. Nee, das hört also, das man hat, so an. Und dann darf ich mich da anschließen? Ja. Also ich habe es auch gehört und das hat mich auch ein bisschen kalt gelassen, leider. Ja. Ja. Vielleicht bin ich einfach fehlt mir der intellektuelle Zugang. Nein, es spielt ja auch Nacht. Ah, ja. Ich hatte eigentlich dazu das Thema, das könnte man schon was draus machen, aber es hat mich dann zu sehr an den Forever Club erinnert und diese ganzen Stimmt, Sachen, ja. die momentan so rauskommen, wo man so denkt, wir haben jetzt nicht die große Story zu erzählen, aber wir haben eine Zielgruppe, der wir was erzählen wollen und jetzt schreiben ja, wir für die was. Das hat sowas. Das ist einfach so gemacht einfach. Serien, ja. Seifenoper, ja. so, das, ja. das, da bin ich, das ist nicht so meine Art, aber ich habe es versucht, aber wie gesagt, es hat mich nicht so erreicht. Aber schön, wenn es die Hörer abholt. Ja, ja. Jo, scheint ja dann doch einigen gefallen zu haben. Ja, die Hälfte haben wir schon. Jetzt ja. wird es eng. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. Ja. ja. Sag an. Jetzt hat, so. Ja, dann kommt jetzt Thomas zweiter Tipp. Ah, ein Glück. Budika, die Keltenkriegerin von Anna im Kessel. Ist nach Rom, Charles. Ja. Das fand ich dann, ja, also hätte ich jetzt auch nicht in der Nähe der Top 10 bei mir gesehen, aber ja, den Leuten hat es offenbar gefallen. Also war auch so ein Stück, was viele Fans um sich scharen konnte, das echt viele gut fanden. Also ich mochte das auch. Ich weiß, da bin ich ein bisschen kontra, aber ich mochte das tatsächlich gerne, habe das gerne gehört, auch mit dem Schluss. Den Schluss fand ich auch sehr schön. Und ja, ich kenne eure Kritik, kann ich auch teilen, ja, aber hat mir jetzt nicht den Hörspaß so dolle vermisst. Ich kann nichts zu sagen, ich muss es noch nachholen. Mach das. Musst du nicht. Ja, musst du nicht. Ja. Mach das. Guck ein bisschen Fernsehen. Nein. Nein, ich höre schon mal rein. Ja, ja also es ja. ist... Allein die zweite Folge zum Beispiel. Ja, die zweite Folge war okay. Ja, okay. Ja. Ich finde es ja auch schön, es wurde auch groß beworben. Also wenn sowas dann mal groß beworben wird, dass es einfach mal in die Hörer kommt und in die Podcast-Catcher und so. Ihr habt es nur mitgekriegt, dass das auf Social Media wirklich groß umworben wurde und umso besser alles, was die Leute zu hören kriegen, kann man ja nur begrüßen, dass da... Ja, ja. Dass
das Leute erreicht. Ja. Ja, so, jetzt haben wir, also wo ich jetzt also sehr zufrieden bin, sind dann mit den Plätzen 1 bis 4, weil da wirklich gute Sachen sind. Ich glaube, ja. Thomas wird es jetzt auch freuen, was jetzt kommt. Denn auf der 4 ist es Tannenklirren geworden. Yeah. Ja. Glückwunsch. Ja, sehr schön. Die Schweiz, cool. Ja. Sehr schön. Hat sich der Markt freuen. Sich die fand ich ja. sehr spannend. Sehr spannend war es. Und ja. irgendwie anders als sonst. Und also das habe ich auch weggesuchtet, dieses Ding. Wirklich unbedingter Hörtipp auch. Ganz, ganz toll. Auf jeden Fall. Was ganz Besonderes halt wieder. Ja, die Schweizer können das. Sehr bunt tatsächlich, trotz des düsteren Themas. Ja. Es ist sehr bunt inszeniert und mit vielen kleinen Ideen und großen Ideen drin. Also das ist schon wirklich ein Knaller. Da. Es ist halt, als ob es diverse Hörspiele irgendwie komprimiert in diesem Stück gegeben hat. Also so viele Ideen da drin stecken. Ja. Fand ich auch. Ja. Ja. So hätte man 12 Nächte auch erzählen können. Zum Beispiel. Ja. So. Nee, dafür hat es nicht gereicht. Nee, leider nicht. Ja. So, Podium, ihr Leute. Oh, ja, sind wir schon. Sind schon am Podium. Ja. Jetzt wird es eng. Ja, das war auf der 3 hatten wir auch schon mal die Rede heute von Patricia Highsmith, der süße Wahn. Ah, schön. Der hat es dann doch auf die 3 geschafft. Krass. Das fand ich ziemlich gut, weil das auch ein Stück war, was mich auch total überrascht hat, weil Highsmith hat man irgendwie, ja, verbindet man mit verschiedenen Stoffen, aber der süße Wahn war dann schon nochmal irgendwie besonders, fand ich. Und den hatte ich auch, ja, ziemlich weit vorne bei mir in diesem Jahr. Also ist bei mir auch ein Top-10-Stück gewesen. Schwer zu ertragen. Ja. Wirklich, das geht also an die Nieren, weil man diesem, Entschuldigung, Trottel, der bringt einen absolut um den Verstand und zieht einen immer noch mehr rein. Hör doch auf, du Vollhorst! Ja. Hör doch, was ist los bei dir, Alter? Boah. Also wirklich, da hätte ich manchmal fast den Player anschreien können, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Was auch sehr, sehr clever ist, wie der Erzähler gesetzt ist. Hm. Weil der Erzähler ja überhaupt nicht neutral ist, sondern immer auf der Seite von dieser absolut bescheuerten Hauptfigur ist. Und das irgendwie noch drastischer und merkwürdiger macht. Also fand ich auch ganz toll. Hab mich auch. Ja. Mir hat es auch sehr gefallen, das heißt mit Stoff, aber ich bin dann eben doch an den Januar hängen geblieben, weil der für mich erträglich, weil der einfach leichter zu konsumieren war. Und das hat mich eher frustriert, das Hörspiel wie den Martin. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ich habe mich dann doch bei den Top 3 für den, aber so als Highsmith-Stoff und überhaupt, was die alles geschrieben hat und was die für Storys sich ausgedacht hat, das ist schon verrückt. Ja, also alles, was für die letzten Jahre von Highsmith gekommen ist, an neue Interpretationen sollte man echt mal, könnte auch gerne mal in der Box rausbringen, lieber Audio Verlag, dass man sich das ins Regal stellen kann. Genau. Also das, ja, auch toll. Also es ist anders, ganz anders, aber auf alle Fälle auch hörenswert. Gläserne Zelle kam ja auch, ne? Die genau, stimmt. Ja, ja auch stimmt. Gut. Fand ich auch ganz toll. Ja, ja. Ja so. Cool. Bleiben ja nicht mehr viel übrig. Oh, jetzt fällt ja die Entscheidung. Ja. Zwei haben wir noch. Auf der 2 ist Josef Bolz, Ich hörte vom Ende der Welt. Na, ist ja ein Ding. Krass. Nochmal der NDR. Okay. Ja. Er räumt ab. Das ist tatsächlich auch ein Stück gewesen, was mich total fasziniert hat, was ich, ja, nach seinem Erstling jetzt das zweite und dann nochmal so einen Knaller abzuliefern. Also hat mich total begeistert. Anscheinend die Hörer auch, weil es dann doch, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass es so weit vorne ist, weil es ja doch ein bisschen sperrig ist und vielleicht nicht so ganz so mainstreamig wie andere Stoffe, die in den Top 10 sind, aber trotzdem vielleicht gerade deswegen auf die 2 gelandet ist. Vielleicht haben die Hörer inzwischen Lust auf mehr Gehörschmalzaktivität. Ja, genau. Vielleicht muss man die einfach nur fordern. Ja. Und so feiert man Radio. Ja, 100 Jahre. Genau. Ja, das war toll, ja. Wirklich. So. Ja. Ja, Mensch. Dann ist jetzt nur noch eins übrig. Ja, und dann. Die cleveren Hörer werden es jetzt schon wissen. Sie finden dich nie. Ist genau. Auf der 1 gelandet. Boah. Von die Hörspielbearbeitung nach Kara Hunter von Cordula Dickmeis, Deutschlandfunk Kulturproduktion und ein Zweiteiler, der es auch total in sich hatte, der mich auch total überrascht hat. Man denkt, man hat es, oder beziehungsweise es wird einem als Thriller verkauft, was es dann ja auch ist, aber der ist so besonders, so spannend, so wendungsreich, dass ich durchaus verstehen kann, dass das Ding das Potenzial für die 1 hatte. Ja, ich hätte zwar nicht mit gerechnet, aber ich kann gut mit der Entscheidung unserer Hörer leben. Ja, ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Also das, ja. Ich finde
auch ganz toll. Ich habe es erst vor kurzem gehört und das hat ein paar so Kinnlade runterklappt Momente. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Habe ich vor kurzem erst auch, bin ich drüber gestolpert. Aber das freut mich und ja, ein ganz besonderer Thriller einfach. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch auch von mir und ich freue mich besonders doll, weil ich habe es nämlich noch nicht gehört. Jetzt in dem Moment runter und habe jetzt richtig was, auf was ich mich freuen kann. Cool. Ja. Und vielleicht stelle ich es dann einfach in der nächsten Folge bei mir vor, im Hörspielkritiker, und dann kann ich gleich noch erwähnen, dass es hier den ersten Platz gemacht hat. Jawohl. Ja. Cool. Das wäre eine gute Idee, finde ich. Da darf die Folge auch nicht zu früh erscheinen. Nee, dann darf die erst wann erscheinen? Wann macht ihr uns? Also wahrscheinlich am 13. März. Okay, gut, da habe ich ein bisschen Zeit. Ja. Mich hat das Stück total fertig gemacht. Ich weiß nicht, als ich es das erste Mal gehört habe, da immer wenn Kinder involviert sind und diese Familienkonstellation, und diese Familienkonstellation ist ja eine ganz besondere und merkwürdige, und alle verhalten sich so komisch und man weiß nicht, was ist denn mit diesen Leuten los? Also mit dem Sohn, was ist mit diesem Vater los? Was zum Hack ist mit dieser Mutter los? Was ist mit diesem Kind passiert? Und das, also diese Schleife, diese Spirale, das hat mich fertig gemacht. Und dennoch sind es keine Freaks. Also nein, die Figuren sind, ist das Tolle an den Figuren, dass die nicht... Ja, die, denkt man nicht, die sind alle irre oder so, sondern das ist das Tolle an den Figuren, finde ich. Man hätte da jetzt auch so eine Chainsaw-Massacre draus machen können mit irgendwelchen degenerierten, sozial abgestumpften, aber das ist es eben nicht. Und das fand ich umso umso beunruhigender, wie man die Figuren gezeichnet hat. Ja. Und dass es halt emotional, also finde ich, thematisch so aufgeladen ist und trotzdem so einen nüchternen Ton irgendwie mal anschlägt. Ja, genau, das Nüchterne ist es. Also gerade durch die Polizeiarbeit dann auch, ja. Immer mehr in den Vordergrund rückt. Und das ist wirklich, das fand ich ganz clever und sehr nachhaltig. Ja. Also absoluten Glückwunsch, finde ich ganz toll. Ja. Ach Mensch, und apropos Glückwunsch, wir haben uns noch einen Gast eingeladen, eine Gästin, und die sprechen wir jetzt. Ja, und wie es Tradition ist, haben wir uns dementsprechend zu dieser Feier des Tages natürlich auch wieder eine Gästin in diesem Fall eingeladen, nämlich Cordula Dickmeis, die diesen Stoff bearbeitet und regisiert hat. Und da werden wir jetzt doch mal ein ganz, ganz herzliches, aus tiefstem Herzen kommendes herzlichen Glückwunsch los. Ja, danke schön. Ich freue mich auch über diesen Preis und hier heute dabei zu sein. Sehr schön. Ich würde gleich meine komische Frage, die ich jedes Jahr stelle, loswerden. War das denn in irgendeiner Form von dir erwartet oder kommt das aus blauem Himmel jetzt? Nein, das kommt aus ziemlich blauem Himmel. Also, dass ich überhaupt dabei bin, da wurde ich durch einen Redakteur drauf aufmerksam gemacht, dass ich erstmal in der Longlist stand und dann habe ich gesehen, juhu, ich stehe da sogar mit zwei Hörspielen drin, vielleicht kommt ja eins in die Shortlist. Und dann habe ich mich riesig gefreut, dass sogar beide in die Shortlist gekommen sind. Aber dass ich das jetzt auch noch gewinnen könnte, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte ja auch sehr starke Konkurrenz. Ja, wie jedes Jahr. Also uns geht es eigentlich wie jedes Jahr so, dass wir gerne mal sagen und so monieren auch, ja, das Hörspieljahr war jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut. Aber wenn man dann am Ende vor der Liste steht und aussucht, dann doch wieder überrascht ist und sagt, ach du grüne Neuze, das war ja auch dieses Jahr. Und dann wirklich eine ganz starke Liste hat, wo man sich dann unglaublich schwer tut, da seine Top Ten irgendwie noch zu finden. Ich hätte daran anschließend eine Frage. Wie ist es denn aktuell, wie produziert, das ist eine große Frage, wie produziert man denn aktuell im Radio? Ist das auch so ein bisschen ins Blaue hinein? Fühlt man sich da so ein bisschen vielleicht im luftleeren Raum? Oder kommt da aktuell noch Hörerfeedback? Oder ist das, also früher, man kennt ja diese ganzen Van-Dusen-Geschichten zum Beispiel, wo die Sender überflutet wurden mit Briefen, als Van-Dusen in Schülchen gestorben ist. Gibt es denn noch heutzutage ein Hörerfeedback? Und wie stark ist das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich produziert man sehr häufig in einem ziemlich luftleeren Raum. In diesem Fall jetzt bei dem Stück tatsächlich Sie finden dich nie, gab es mal so ungewöhnlich, ich sag mal, viel Hörerpost, wobei das dann auch nicht wahnsinnig viel ist. Aber wenn
es 5, 6, 7 Mails gibt, dann wird es schon richtig, dann denkt man schon so, wow, es gab direkte Hörerrückmeldungen. Dadurch, dass natürlich jetzt aber auch die Sender die sozialen Medien nutzen, also dass es auch auf Facebook und Instagram jetzt Deutschlandfunk Kultur und andere Sender vertreten sind, bekommt man tatsächlich wieder mehr Feedback. Also auf Facebook ist da, glaube ich, relativ viel passiert und das ist dann toll. Also einfach auch mal Reaktionen wirklich zu sehen, zu hören, lesen zu können. Das glaube ich, ja. Weil man sitzt da wahrscheinlich dann im Studio und ja, da ist da der Kontakt nach außen, glaube ich, dass das dann ganz toll ist, wenn dann mal was kommt. Ja. Wie hast du denn diesen Stoff für dich entdeckt? Hast du einfach das Buch von Kara Hunter gelesen und gedacht, das wäre jetzt was? Kannst du uns vielleicht so ein bisschen in die Genesis vom Stück mit hineinnehmen, wie es zum Hörspiel gekommen ist? Ja. Ich habe tatsächlich im Vorfeld wahnsinnig viele Krimis gelesen, bis ich auf diesen Kara Hunter gestoßen bin, beziehungsweise das war ein Vorschlag sogar des Redakteurs. Also wir haben uns gegenseitig immer so Bälle zugeworfen, ich lese jetzt mal das, liest du mal das, guckst du mal da rein, soll ich mal das? Und ich glaube, ich habe bestimmt 12 oder 13 Krimis gelesen, bevor ich gesagt habe, der ist es. Alle anderen kamen aus diversen Gründen nicht in Frage. Dann sind wir eben irgendwann auf diesen Kara Hunter gestoßen und das war eigentlich, da habe ich ziemlich sofort gedacht, das ist ein guter Stoff. Der funktioniert vor allen Dingen, man liest den ja immer auch so auf die Umsetzbarkeit im Hörspiel hin. Das ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, ob der einfach nur zum Lesen funktioniert oder ob der dann auch als Audioprodukt funktioniert. Und da habe ich sofort gedacht, das ist ein super Stoff. Was hat dich denn an der Geschichte selber am meisten angesprungen? Was ich sehr stark finde bei Kara Hunter ist, dass sie einen richtig mitnimmt auf die Ermittlungsreise, dass das wie so ein Puzzle ja wirklich angelegt ist, wo sich nach und nach erst die Bausteine zusammensetzen. Man auch manchmal das Gefühl fast hat, auf falsche Fäden zu geraten oder zumindest, dass sich so erst nach und nach diese Fäden dann auch wirklich wieder zusammenfinden und dass man doch immer zwischendurch auch mal gefühlt an einem ganz anderen Ende ist und dann kommt wieder irgendeine Wendung und das finde ich, das macht sie wirklich sehr, sehr stark und ganz besonders natürlich das Ende. Das ist, glaube ich, einer der ganz wenigen Krimis, wo ich sagen kann, ich selbst war komplett überrascht am Ende. Ja, das wirklich, da zieht es einem den Stecker. und also ich habe mich dann auch noch geärgert, dass ich nicht selbst drauf kam, dass das so hätte können. Ja. Also, wie ist denn so die Arbeit? Wie muss ich mir die denn insgesamt vorstellen? Du hast ja jetzt auch zwei Hörspiele im Rennen gehabt, einmal für den NDR, einmal für den Deutschlandfunk Kultur. Wie unterscheidet sich denn die Arbeiten? Wie geht man denn bei den einzelnen Sendern oder gibt es da Unterschiede an der Herangehensweise? Das würde mich doch mal interessieren. Nicht unbedingt, also beziehungsweise der Unterschied der Herangehensweise, der liegt im Stoff begriffen. Also das hat eigentlich nichts damit zu tun, für welchen Sender man arbeitet, sondern klar, das sind unterschiedliche Stoffe. Die Highsmith zum Beispiel, das andere Stück, was mit im Rennen war, würde ich sagen, ist nicht in erster Linie ein Krimi, sondern das ist ein psychologisches Kammerspiel mit Krimi-Elementen. Also gucke ich dann schon bei der Bearbeitung natürlich dann auch in der Inszenierung, wo muss ich da vor allen Dingen einen Fokus drauf legen? Was ist wichtig herauszuarbeiten? Während die Kara Hunter schon ein sehr klassischer Krimi-Stoff ist, wo ich dann sozusagen die Spannungselemente ein bisschen anders ansetze. So würde ich das sagen. Aber in der eigentlichen Vorgehensweise von diesen ganzen Prozessen wie Bearbeitung des Stoffs, überlegen, welche Schauspieler möchte man dafür haben, also die Besetzung und so weiter. Das sind schon immer irgendwie ähnliche Prozesse. Okay, also da gibt's auch dann du bist dann auch in die komplette Produktion involviert. Also du kriegst da auch nicht den Cast vor die Nase gesetzt. Nee. Denn das empfinde ich auch als ein ganz, ganz großes Privileg, muss ich sagen, dass wir da als Regisseure diese Freiheit haben,
eigentlich anzufragen, wen wir wollen. Dann muss man nur noch, natürlich müssen die Leute Zeit und Lust haben. Aber wir sind völlig frei und dürfen uns das selber aussuchen und bekommen da eigentlich auch keine Beschränkungen oder Vorgaben durch die Redakteure. Die lassen einem da freie Hand und das finde ich auch ganz besonders toll. Und da bin ich eben auch gerade bei der Kara Hunter wahnsinnig glücklich mit diesem Ermittlerteam, was sich da zusammengefunden hat, was wirklich, finde ich, wunderbar harmoniert. Da gibt es ja auch noch, ist ja nicht das einzige Buch. Ist denn da noch mehr geplant in die Richtung? Tatsächlich habe ich das jetzt mal angestoßen, weil ich auch gedacht habe, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und ich sage mal so, es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber es sieht gut aus. Das ist schön. Ja. Ich habe schon Schlechteres jetzt gehört. Das klingt dann nach einer richtig guten Nachricht, ja. Schön. Ja, was hast du da, oder kannst du schon über weitere Projekte sprechen? Du bist ja auch eine Vielarbeiterin, wenn ich mir so die Liste angucke, was du schon gemacht hast. Also so 2, 3, 4 Produktionen pro Jahr sind ja immer bei dir drin. Kannst du schon was verraten, was demnächst auf uns wartet, was man sich freuen darf? Also tatsächlich habe ich in diesem Jahr, das startet mal ungewöhnlicherweise etwas ruhiger, was ich aber auch gar nicht so schlecht finde. Das nutze ich mal für einen größeren Urlaub. Und wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann hoffe ich, dass sozusagen die Kara Hunter in trockenen Tüchern ist, Teil 2, dass ich mich direkt da an die Bearbeitung setzen kann. Aktuell bin ich ansonsten auch noch auf der Suche nach einem Kinderhörspielstoff. Kinderhörspiele mache ich ja auch. Da ist aber auch noch nichts konkretisiert. Ja, und ich habe noch ein weiteres Stück, das ist ein Theaterstück im Original, das jetzt gerade bei der Redakteurin liegt, da weiß ich aber noch nicht. Deswegen kann ich da noch nicht viel sagen. Da hoffe ich aber natürlich auch, dass das umgesetzt werden könnte. Da hoffen wir mit. Ich würde gern ein großes Fass zumindest noch aufmachen. Wir hatten ja das vergangene Jahr 23 im Zusammenhang mit dem BR unter anderem ja diese Protestwelle, will ich es jetzt mal nennen, wo es eben auch um die Frage ging, um die große Frage nach dem Platz des Hörspiels heute im Radio. Wie ist denn da dein Eindruck, auch in die Zukunft gerichtet, muss das Hörspiel um seine Existenz im Radio dolle kämpfen oder wie siehst du das aus deiner Sicht? Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass im Moment sehr viel im Gange ist und ich weiß aber noch nicht so genau, wohin es wirklich geht oder ob das, ich sag mal, das gute alte Hörspiel im herkömmlichen Sinne wirklich in Gefahr ist. Das hoffe ich nicht, ehrlich gesagt. Für mich ist das die wirklich urgenuine Form von Radio. Und ich hoffe, dass uns das so erhalten bleibt. Ich finde ja immer zum Beispiel, dass Bastian Pastewka mit seinem Kein Mucks Podcast da eine große Lanze bricht, weil man irgendwie da auch zu spüren bekommt, was das einfach für eine tolle Geschichte hat, das Hörspiel. Und dass ich hoffe sehr, dass ich nicht alles nur, sag ich mal, auf den Online-Bereich verlagern wird und es nur, und es nicht zu stark in dieses Serienkonzept übergeht. Ich habe nichts gegen Hörspielserien oder Podcast-Hörspielserien, aber mir wäre es persönlich schon sehr wichtig, dass so das traditionelle Hörspiel in dieser Form auch erhalten bleibt. Und ich finde es im Moment gerade noch schwer abzuschätzen, wohin genau das geht, muss ich gestehen. Ja, aber glaubst du denn, dass es, wo du jetzt gerade einen Vergleich brachtest zwischen Online-Verfügbarkeit und Radioausstrahlung, glaubst du denn, dass es durch die Online-Verfügbarkeit sich nicht automatisch erledigen wird? Weil ich kann mir das ehrlich gesagt schwerlich vorstellen, dass sich heute noch jemand sagt, okay, heute Abend um 8 Uhr kommt ein Hörspiel. Das kann ich zwar auch online mir runterladen und es hören, wann ich will, aber ich setze mich um 8 Uhr vors Radio. Meinst du, es wird weg? Wirklich noch linear gehört tatsächlich? Naja, das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so wichtig, dass es in jedem Fall linear gehört werden muss, soll. Also ich denke schon, dass es noch einige gibt, die das tun, aber sicherlich ist das eine aussterbende Gattung. Aber mein Eindruck ist manchmal, dass mit dieser Online-Verfügbarkeit
so ein Glaube dahergeht, dass man das Format als solches auch verändern müsste, dass man irgendwie viel mehr, dass man jünger werden müsste und anders produzieren müsste, den Stil verändern müsste. Und das ziehe ich halt sehr in Zweifel. Das kann ja auch nebenher laufen. Man kann ja auch trotzdem Sachen produzieren, die vielleicht in der Anmutung ein bisschen jünger, moderner, was auch immer das sein soll, daherkommen. Aber ich finde, es können nach wie vor die Geschichten erzählt werden, wie sie schon immer erzählt wurden. Und jede Zeit bringt sowieso ihre eigene Formsprache mit. Und darum geht es mir eher, dass man nicht die Erzählform in jedem Fall verändern muss und dann auch eben vereinheitlichen. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass man so ein Schema F plötzlich nur noch abfährt und alle Sender dieses Schema verfolgen und es dadurch eigentlich zu einer Verflachung kommt, so ein bisschen die Vielfalt verloren geht. Ja, da muss ich dir leider recht geben. Wir haben ja angefangen mit unserem Orcast zu einer Zeit, als es noch so eine straffe Trennung gab zwischen Radio, da war Download noch gar kein Thema eigentlich, es fing gerade so an, mit dem Radio-Tatort Thema zu werden. Da gab es halt so Riesenbarrieren zwischen kommerzieller Hörer, also die dann irgendwie CD-Hörspiele nur gehört haben, andere, die dann halt nur Radio gehört haben, und es gab da keine Vermischung. Wir sind ja mehr angetreten, damit also sich die beiden Lager so ein bisschen anzunähern, und wir haben dann auch immer so in Richtung Radio so gerufen, ihr müsstet doch eigentlich mal ein bisschen mehr Mut zum Mainstream haben, ihr müsstet mal ein bisschen mehr wie 1Live insgesamt werden, ein bisschen was ins Schaufenster stellen, damit die Leute sich auch interessieren. Und ich glaube, so mittlerweile ertappe ich mich, dass ich so denke, wir haben so ein bisschen den Zenit da schon überschritten, ihr habt's viel zu oft gehört, und tatsächlich wird es mir oftmals zu sehr oder zu viel tatsächlich so in den Mainstream gelauscht und dafür produziert und zu wenig tatsächlich die besonderen Stücke produziert. Also das ist mal so ein bisschen von der Zeit überrollt worden. Ja, so empfinde ich das auch. Und deswegen, mir geht es da nur darum, dass es ein größeres Nebeneinander gibt. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen, aber wichtig wäre einfach, die Vielfalt beizubehalten. Ja, das ist tatsächlich, das macht sich fast jetzt nur noch auf die freie Szene bemerkbar. Ich habe gerade gesehen, ich bin gerade dabei, das BR-Programm, die auch ihren Anteil sehr, sehr, sehr reduzieren ab April. Da ist also, ich glaube, da fallen die Hälfte der Sendeplätze weg. Also es sieht zumindest für das lineare Radio momentan gar nicht gut aus, und ich hoffe, dass das nicht zu Lasten der besonderen Produktionen geht. Ja, hoffe ich auch sehr. Na, umso schöner, dass ein Stück wie Sie finden dich nie hier von einer breiten Hörerschaft auf Platz 1 gewählt wurde. Ja. Dass er jetzt kein easygoing, easy-listening Stück ist, sondern irgendwie, es ist ja genau das Gegenteil. Also ich weiß noch, als ich das Stück zum ersten Mal gehört habe, wie niedergeschlagen ich war. Gut, bei mir lösen Sachen wie Familie und Kinder und so weiter, das triggert mich doch sehr aus der eigenen Familiengeschichte raus. Aber ich weiß noch, das war schwer zu ertragen tatsächlich für mich und ein richtig hartes Thema. Und dann obendrein auch noch, also finde ich die Cleverness des Stückes, dass hoch emotional aufgeladene Themen auf eine gewisse Nüchternheit runtergebrochen werden, was den Ton anbelangt. Ja. Und diese Diskrepanz, das ist bombenstark, finde ich, in diesem Stück. Und also das hat mich unglaublich gepackt. Und also was ich nur sagen will, ist, dass es erstaunlich ist und mich sehr freut, dass sowas dann auch eine breite Hörerschaft findet und so viele Hörer begeistern kann, was es absolut verdient hat. Ja, schön. Ja, das geht mir auch so. Es ist ja vor allen Dingen auch ein Stück, bei dem man sehr aufmerksam dranbleiben muss. Also ich finde, es ist eine wirkliche Herausforderung für den Hörer auch, dass es die verschiedenen Zeitebenen gibt, immer mal diese Rückblenden. Und es gibt ja wirklich viele kleine Details und Infos, die so eingestreut werden, wo man wirklich aufmerksam dabei bleiben muss, um dem gesamten Strang zu folgen. Und das freut mich natürlich total, wenn dann so ein Stück am Ende sozusagen das Treppchen erstiegen hat und man weiß, okay, die sind dabei geblieben. Superschön. Mhm. Ja, und wir freuen uns auch jedes Jahr tatsächlich über diese Liste, die da am Ende steht. Und eigentlich müssen wir uns nicht mehr wundern, aber irgendwie...
Ja, wir zittern ja eigentlich jedes Jahr, weil es halt eine Publikumsabstimmung ist, dass dann halt irgendwas so nach vorne katapultiert wird. Aber bis jetzt können wir eigentlich immer nur dankbar sein und auch immer nur nicken und sagen, ja, das ist zumindest, wenn es auch vielleicht nicht immer unser Favorit ist, aber es ist dann doch zumindest ein Hörspiel, wo man sagen kann, ja, die Leute haben sich Gedanken gemacht und haben auch irgendwas gehört und nicht nur blind gewotet. Und das ist doch schön, weil das, ich glaube, ja auch für das Hörspiel selbst wichtig ist. Absolut. Ja. Einfach ist das auch schön, weil das ein Publikumspreis ist, ne? Weil er direkt aus der Hörerschaft kommt und eben nicht eine Jury. Das ist auch schön, ein Jurypreis, aber ich finde so, wenn es direkt von den Hörern und Hörerinnen kommt, ist es einfach nochmal so für einen selbst ein schönes Gefühl. Ja. Ja. Ja, und Mensch, Cordula, du bist die erste Frau. Stimmt. Ehrlich? Ich habe eben nochmal die Liste geguckt, das sind ja eigentlich nur Männer. Gut, jetzt kann man sagen, okay, der Regie hatten wir, glaube ich, schon mal Johanna Steiner dabei, aber da war es ja Max Benjo, der quasi Preisträger war. Ja. Also so Preisträger direkt. Ja, bist das du die Erste? Das wird auch Zeit. Ja, das wird auch Zeit, weil, also das ist ja, muss ich ja sagen, ist ja ein, was ich positiv erlebe, dass das Hörspiel doch sehr weiblich, dominiert will ich nicht sagen, aber doch einen großen Frauenanteil hat, den man sonst vergebens sucht. Und das ist schon besonders. Also da hat sich ja ziemlich in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Umso schöner. Das ist gut. Irgendwann sind wir auch weg, Martin. Ja, das ist der Lauf der Dinge. Ja. Ich räume gern mein Plätzchen. Ja. Cordula, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das schön, dass du vorbeigeschaut hast. Und die Hörer werden es dir auch danken, dass du dich dann hier auch mal den Fragen gestellt hast. Und und die Trophäe, die kriegen wir auch noch zu dir. Das kriegen wir noch. Ja. Wunderbar. Ja, ich danke euch und auch für eure immer so wunderbar aufmerksame Hörspielarbeit, die ihr da leistet. Gerne, sehr gerne. Ja. Dann auf ein baldiges Wiederhören, würde ich sagen. Unbedingt, ja. Vielleicht klappt es ja schon im nächsten Jahr, genau, im zweiten Teil. Genau. Wer weiß. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Okay. Ja, ich danke euch. Okay, dann, Cordula, mach's gut. Einen schönen Abend noch. Den wünsche ich euch auch. Tschüss. Okay. So, das war Cordula Dickmeis. Nochmal allerherzlichsten Glückwunsch und auch Glückwunsch an euch da draußen, weil ihr wieder so toll gewotet habt. Es ist jedes Jahr eine Freude und ich weiß, das sagen wir jedes Mal, aber es ist wirklich einfach nur toll. Ja, ich sehe ja, was da an Votes reinkommt und dass sich Leute auch echt Gedanken machen. Und klar gibt es auch so mittendrin mal so Fan-Votes, aber so im Großen und Ganzen hat man schon den Eindruck, da haben sich wirklich Menschen mit den Hörspielen auseinandergesetzt und man sieht es ja auch, dass da jetzt eben nicht so die Hörspiele unbedingt vorne sind, die eine große Fanbase hinter sich wissen, sondern ganz spezielle Produktionen. Ja, das freut mich jedes Jahr aufs Neue. Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich war einfach schon von den Top 10 total begeistert, dass das so hochwertige Sachen dabei sind und das Boudica und so, mein Gott, 12 Nächte. Ja. Entschuldige, Martin. Alles gut. Ja. Aber die Mummis sind schön. Die Mummis sind toll. Die sind wirklich so ruhig. Das ist so wie so eine Entspannungstherapie. Ja, genau. Mich hat das sehr an Kommissar Gordon erinnert, wenn den jemand kennt. Nee. Das ist so auch so ein ultra entschleunigtes Kinderhörspiel, wo alle so ganz langsam reden. Und dann kam Kommissar Gordon. Das ist der Hammer. Also wirklich, wenn du da irgendwie einen hektischen Tag hast und legst das ein. Auch schon gehört. Oh, da kommst du so schön runter. Wenn du mal was zum Runterkommen brauchst. Ja. Es ist auch schön, dass das alles seinen Platz hat im Rundfunk und dass da, und ich habe auch wirklich jetzt, auch wenn die CD-Regale immer leerer und weniger werden, habe ich es jetzt immer öfter, dass sich Leute dann tatsächlich den Hörspielspeicher irgendeines Senders abonnieren, auf ihrer Podcast-App und so mal in das Medium reinkommen. Ja. Und da sind dann zwar auch Sachen dabei, die vielleicht nicht so reingehen wie Peter Alexander, aber das habe ich, die Erfahrung mache ich eben stärker als früher, dass man sagt, hey, als Beispiel ist nur Hörspielpool Bayern 2 oder WDR Hörspielspeicher, abonniert es doch mal bei Apple oder sonst wo. Und dann, dass die Leute auch wirklich darauf hängen bleiben und da wirklich ihre Sachen finden. Das finde ich halt auch so toll, dass für jeden was dabei ist. Ja, sehr schön. Also ich kann mir noch vor ein paar Jahren, wie schwer das war, da an irgendwelche Hörspiele ranzukommen und so, wo man gedacht hat, ey, ich kann jeden Scheiß im Internet streamen, alle möglichen Kinofilme angucken, damals noch auf Kino.
Aber ein normales Hörspiel gibt es einfach nirgendwo. Und dann, ja, also das ist wirklich richtig toll, diese Entwicklung. Und, ja, und auch diese Öffnung der ARD, dass ja. man also jetzt, also diese inhaltliche, dass man auch mal so den Schritt auf die Hörer zumacht, ein bisschen mainstreamiger wird, mhm. um dann halt auch die Leute da reinzuziehen. Genau. Ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, kippt das Ganze schon, aber so vom Grundsätzlichen her fand ich den Weg schon gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man das, was wir immer gepredigt haben. Ja. Haupten jetzt einfach mal selten auf uns gehört. Ja, genau. Ja. Wir sind schuld. Ja. Ihr habt es gerockt. Ja. Ja. Ja, ich denke. Das war eine schöne Sache. Mein Sekt ist alle. Ja. Die Kerzen sind aus. Die Kerzen sind aus. Wegen Brandgefahr. Genau. Ja, das sieht, also ich muss es leider so sagen, es sieht so aus, als müssten wir das nächste Jahr nochmal machen und uns dann wieder treffen. Tut mir jetzt leid für euch, aber da müsst ihr jetzt irgendwie durch. Ja. Aber dann brauchst du eine Webseite dann irgendwie, oder? Wie willst du das dann? Ich habe zwar. Ja, das kriegen wir schon über die Orcast-Webseite. Also beziehungsweise über den Orcast kriegen wir das schon hin. Ja. Das läuft. Ach, der Orcast an sich hat auch eine. Ja, also der hat eine Unterseite beim Hörspieltipps.net, genau. Also nicht direkt erreichbar, aber das, also ich glaube, bis nächstes Jahr ist das schon wieder die Weichen gestellt, dass das alles wieder gut. So halbwegs funktioniert. Die Hörspieltipps wird zwar nicht zurückkommen, aber ich glaube, der Rest drumherum, das wird sich irgendwie anders manifestieren. Ja. Sehr schön. Also kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, fein, 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 fein. Ja, ihr Lieben. Ja. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. War wieder wie immer ein Fest mit euch. Ja. Ebenfalls. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Ja. Bis nächstes Jahr. Macht's gut. Mensch. Ja, tschüss. Tschüss.